Damit grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Grand Prix 2, Rennen Nummer 15, der große Preis von Japan, der November der Entscheidungen, Teil 2. Und nach dem Qualifying gerade eben könnte hier heute die WM-Entscheidung fallen. Joker vor Patrick Lang und die Vorzeichen stehen gut. Joker steht auf der Pole. Und Patrick Lang nur auf Platz 15. Bleibt Joker vor Lang im Rennen, dann ist er heute Weltmeister. Und bei dieser WM-Entscheidung bin ich natürlich nicht allein, sondern mit mir dabei Novien Amani. Schönen guten Abend, Novien. Schönen guten Abend, Michael. Guten Abend an euch, liebe Zuschauer da draußen. Und Die Konnichiwa. WM-Entscheidung. Genau, und Konnichiwa aus Japan. Die WM-Entscheidung. Patrick nur auf der 15. Joker hat es in der eigenen Hand. Schafft Joker einen Platz unter den ersten fünf, ist der Titel fix. Schafft Lang die Wendung. Das und vieles weitere mehr werden wir jetzt in den nächsten gut Zig anderthalb Minuten. Stunden für euch erfahren. Die nächsten 90 Minuten werden wir das erfahren. Und ja, es läuft alles für Joker. Und wird er Honda im Heimatland den ersten Fahrertitel der Grand Prix 2-Geschichte bescheren? Seit Saison 2 das Honda-Team dabei. Der letzte, der mit einem Honda-Motor Weltmeister war, war Matthias Schweizer in Saison 3 in einem McLaren Honda. Das war der letzte mit einem Honda-Motor. Schafft Joker das mit dem Werksteam? Er ist damit der fünfte Weltmeister in der fünften Saison. Auch das sei erwähnt, dass es noch bisher immer keiner geschafft hat, den Titel zu verteidigen. Und es wird auch dieses Jahr nicht klappen, weil Le Gall kann immer Weltmeister werden. Und ich denke mal, wir gehen in die Startaufstellung rein. Denn die bietet uns ja schon einen Matchballcharakter, oder würde ich mal sagen. Auf jeden Fall 34 Punkte Vorsprung. Er hat es, wie gesagt, in der eigenen Hand. Richtig. Und da haben wir den 28 Runden werden wir hier sehen, Novien. Also ein relativ kurzer Grand Prix, eine Stunde Rennzeit. Joker auf Pole. Es ist seine dritte in der Karriere. Ein Sieg hat er geschafft in Ungarn. Das war sein Start-Ziel-Sieg sogar. Dann Sven Rüttnauer auf der 2. Der will noch ein Grand Prix gewinnen, bevor er zu Mercedes geht. Matze Schweizer und Stellan Berger. Rüttnauer sowohl als auch Berger kämpfen noch um Platz 3 der WM gegen Michael Beisler. Und da steht der Beisler am schlechtesten von den drei da. Schweizer könnte versuchen, teamdienlich noch für den Beisler zu fahren. Denn bei Ferrari hat man sich ja jetzt geeinigt, Novien. Matze muss für Beisler fahren. Also da gibt es keinen Stallorder mehr für den Schweizer, weil es geht jetzt darum, dass Beisler Dritter wird, gell, Novien? Und Matze muss jetzt also für Beisler fahren in den letzten zwei Rennen. Ich glaube, das macht ihm am wenigsten aus. Er wird es schmerzlich vermissen, dass der Beisler geht. Ich glaube, mit dem Schwalb wird es noch enger. Gehen wir mal weiter. Reihe 3, die Christian-Startreihe mit Freund vor Schwalb. Dann Lukas Bär und Tanja Schirak. Im Q1 ausgeschieden gewesen. In Q2 war sie wieder drin. Stark der Liechtensteinerin. Reihe 5, Michael Ford und Jan Bürgi. Der Michael Ford bewirbt sich immer mehr für das Coca-Cola Ford Cockpit. Jan Bürgi hat auch schon zwei Rennen gewonnen, Novin. Der war auch vor der Saison ohne Cockpit gewesen, fast. Also auch ein Gewinner des Jahres kann man oder Jan Bürgi dazu zählen. Yannick Le Gall wird heute die 1 unter Umständen abgeben. Also er darf sie natürlich in Adelaide nochmal drauf haben, die 1, ganz klar, aber er wird den Titel wohl heute abgeben müssen an Joker? Fragezeichen. Ist zu vermuten. Beißler daneben ihm, also die 1 vor der 2, Novin. Ja, davor die 3, also interessant. Dann die nächste Startreihe, Valvoric. Haben wir gerade noch schön auf Französisch geübt. Valvoric vor Ota Kacharous. Valvo wird alles versuchen, den Patrick Lang hinter sich zu halten, oder um dem Joker damit zum Titel zu verhelfen, den auch der Valvo, sind wir ja ehrlich, gerne geholt hätte. Dann Patrick Lang, nur 15. davor Linus Hartmann, der hat im Vorjahr das Rennen noch gewonnen, das muss man sich auch mal vorstellen, und damit Renault zum Konstrukteursweltmeister gemacht. Es gab damals einen Doppelsieg, Hartmann vor Le Gall. Das wird heute wohl nicht klappen aus Renault-Sicht.
Dustin Rolko reingekommen, knapp vor Schilberg Grün, Tobias Bürki und Novien. Ich sag's immer gern, in der zweiten Saisonhälfte ist auch Rocky Bergmann zu einer Enttäuschung gewachsen, hat das Qualifying wieder verwackt. Gut, er wurde auch aufgehalten, aber hat auch davor keine gescheite Zeit gesetzt, muss man auch sagen. Chevitan Chandrakama, Veco Meyer, Luca Lichtmes, Steffen Pfaffinger, dann Daniel Schmutz, Maximilian Weber und Kenny und Boris Livic müssen zuschauen beim vorletzten Rennen. Und der Schmutz hat sich die Augengriebe im Boxenmonitor. Das kann ja gar nicht sein. Ich wäre ja fast rausgeflogen. Dabei hatte ich in Q1 so eine gute Zeit, hat er gerade im Interview gesagt bei RTL. Also in Q1 war die Zeit so gut, ich dachte, die reicht. Und habe dann nimmer so hart gepusht in Q2. Ich war überrascht, dass ich fast rausgeflogen wäre, hat der Schmutz gerade beim Kai Ebel gesagt. Also der war so ein bisschen fassungslos. Mercedes seit der Saisonmitte auch hängen geblieben in der Entwicklung. Da ging nicht mehr viel voran, Novien. Bin mal gespannt, was nächstes Jahr kommt von Mercedes. Und ja, das ist die Startaufstellung, Novien. Was macht Joker? Wer fährt durch? Wo kommt Lang raus? Wir wiederholen das nochmal, die Szenario, oder? Die wichtigste Szenario. Macht Joker den Start- und Zielsieg? Ist alles klar? Ist er Weltmeister? Kommt er knapp vor Patrick Lang raus? Oder knapp hinter ihm? Ist er auch Weltmeister? Sollte Patrick Lang es schaffen zu gewinnen, muss Joker Vierter werden? Ist er auch Weltmeister? Scheidet Joker aus, darf Lang nicht mehr wie 5 Punkte aufholen, ist Joker immer noch Weltmeister. Scheiden beide Fahrer aus, ist Joker ebenfalls Weltmeister. Ja, und bei der Konstellation bei Patrick Lang, Joker muss nicht gewinnen, kann auch Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter werden. Wenn er in die erste 10 kommt vor Lang, ist er auch Weltmeister. Das mal kurz zum Verständnis. Konstrukteurs-WM Stand jetzt wird heute nicht fallen, weil die Coca-Cola-Ford-Jungs so weit vorne sind. Das ist der einzigste Titel, über den sie noch kämpfen können, Novin. Ich habe heute Morgen noch mit Gabriel Scheuermann gesprochen. Er hat gesagt, der volle Fokus liegt auf den Gewinn der Konstrukteurs-WM. Den wollen wir uns holen, den Titel. Das hätte man verdient, hat der Gabriel gesagt. Die Saison war so gut. Also der Konstrukteurstitel wäre schon geil, wenn man das schaffen würde. Aber wir wissen, wie stark Honda geworden ist jetzt. Schauen wir mal. Bist du bereit? Wir sind's auch. Ich bin soweit. Und der Grand Prix von Japan, November der Entscheidung, Joker versus Lang. Wer wird Weltmeister? Grand Prix 2 Lap, das vorletzte Mal für mich persönlich, das letzte Mal oben links eingeblendet. Ich hab's Joker gesagt, fährt die nicht Seite durch. Ist ganz leicht im Vorteil. Achtung Ampel, schön eingeblendet und der Japanese Grand Prix ist starting now. Schlechter Start vom Joker, Schweizer wird die Führung übernehmen. Achtung! Doppelführung Coca-Cola! Doppelführung Coca-Cola! Joker kam ganz schlecht weg, kommt auf die 6 wieder rein, wäre aber Weltmeister. Das würde reichen. Hier nochmal, schau mal, Joker kriegt fast keinen Gang rein. Und Schweizer, Coca-Cola, Sensation! Stellan Berger! Stellan Berger führt! Ich glaube, der Rüttnauer wird sich da nicht freuen, weil in der ersten Kurve war er noch auf 1. Novien, ja, schau mal hier, Rüttnauer. Hatte guten Start gehabt, aber schau mal, Stellan Berger denkt sich, Edgepatch, ich ärgere dich noch, solange du hier bist. Ja, das wird ihm nicht gefallen. Hier, Stellan Berger von 4 auf 1. Freut ist Nico. Stellan Berger von 4 auf 1. Novien, Mika Häkkinen lässt grüßen. Das war immer einer, der gerne mal von 3 oder von 4 auf 1 fuhr. Ja, und damit wäre die Konstrukteurs-WM in Richtung Coca-Cola. Schwalt auch mit einem sehr guten Start. Schau mal, Schwalt. Sehr guter Start von Schwalt. Also auch er, das hilft ja alles im Joker noch. Er muss ja nicht gewinnen. Und Matze Schweizer hat einen ordentlichen Start gehabt, war kurzzeitig Zweiter, aber er hat den Joker kassiert. Und jetzt gucken wir uns noch Chirac an, Novien, weil die ist aus sensationell gut weggekommen. Schau mal, Joker bleibt fast stehen. Auch Freund gut, kein schlechter Start. Novien, wo ist Patrick Lang? Wo ist der gestartet? Das wäre wichtig für uns. Patrick Lang, schau mal, von 15 auf die 14. Na, das hat ja viel gebracht, Herr Lang. Oh. Guter Start, aber dann ist er da von Le Galp. Bürki, da ist er eingeklemmt worden und am Ende hat er gar nichts aufgeholt. Also, Stand jetzt, Joker
Weltmeister. Wir wollen aber noch wissen, wo der Beißler steht, weil da geht es um Platz 3. Der Beißler hat aber mal einen richtig granatemäßig Idiotenstart gehabt. Der fällt noch hinter der Lang zurück. Was war denn das für ein Idiotenstart vom Beißler? Also, ich vermute, der fährt durch, Novin. Anders kann ich mir diesen schlechten Start nicht erklären. Im Vorjahr, Novin, startete der Beißler von 3 und hat ebenfalls genauso schlechte Start hingelegt. Aktueller Stand, Joker, Weltmeister. Berger, Rüttnauer, Schweizer, Schwald, Chirac, Joker. 6 lang auf der 15, Joker, Weltmeister im Moment. Das können wir jetzt sagen, Stand jetzt. Aber wer fährt durch? Schau mal, das Ding ist noch nicht gegessen. Achtung, schau mal, Matze Schweizer will hier auch was bewegen. Der hat hier eine Chance, der will... Aktuell Novien heißt die Konstrukteurs-WM wieder in Richtung Coca-Cola. Das wird nochmal spannend, Adelaide. Coca-Cola hat die Chance, das Ding zu gewinnen. Wer fährt durch? Also es wird Stellan Berger und Rüttnauer nicht tun, aber schau mal, Berger hat nur 14 Liter Sprit. Das heißt, Rüttnauer fährt länger. Das ist eine interessante Strategie. Schweizer fährt sogar länger wie Berger, das könnte auch ihm helfen. Schwald fährt durch. Novin, dafür, dass der Schwald durchfährt, war das ein Granatestart. Chirac fährt nicht durch. Geht aber auch später rein. Oh, Achtung, Chirac gegen Christian Schwald. Sauber. Das haben wir schon anders gesehen von der Chirac. Ich sag nochmal die Kurve, wo es im Bürger hinten drauf fahre ist. So, wer fährt noch durch? Novin, Joker nicht, das habe ich vorhin gesehen. Valvorik hinter Joker, der wird sicher nicht angreifen, Valvo. Valvo wird alles tun, aber nicht den Joker attackieren. Der gibt den... Daniel Schmutz an der Box, ich vermute, der hat einen Frontflügel kaputt. Frontflügel schaden, Daniel Schmutz, Novin, der muss irgendwo kollidiert sein. Ich vermute auf dem Curb, du erinnerst dich, Novin, da sind letztes Jahr auch einige abgeflogen. Daniel Schmutz, ja. Wochenende ist für die Mülltonne. Kann er jetzt schon mal weghauen, das Ding. Der kann eigentlich die Karre in die Wand hauen. Da gibt's auch nichts mehr zu holen in Polen für den Schmutz. Ja, die zweite Saisonhälfte, Novin, war für Mercedes nicht mehr so gut. Nach dem Sieg in Monaco sah das besser aus. Valvo wird Geleitschutz geben. Der fährt durch, Novin. Der kann dem Joker helfen und er wird dem Joker helfen. Michael Ford fährt durch. Sensationell vom Ford. Freund, schlechter Start. Le Gall, Bär, Bürgi, Charus. Lang fährt durch, Joker nicht, Novin. Das ist interessant. Aber da gibt es noch einen Herr Valvorik und wir wissen, dass der Lang gewinnen muss. Und ich glaube auch nicht, dass der Lang das schaffen wird. Bergmann fährt durch, muss ja riskieren. Ich gehe es nochmal durch, Novin. Aber Joker fährt durch, fährt nicht durch, Lang schon, Novin. Das wird jetzt interessant. Wie weit kann sich der Joker absetzen? Stellan Berger, Novin, ist auch interessant. Könnte mit Beißler gleichziehen, wenn er hier gewinnen sollte. Hat dann wieder mal bestätigt, warum Renault ihn geholt hat. Schau mal, wie der vom Rüttnauer. Der Rüttnauer hat schon wieder kein Land gegen den Stellan Berger. Es geht schon wieder gut los für den Rüttnauer. Sven muss sich seinerseits jetzt auf Matze konzentrieren. Ja, richtig. 1,40, 6, 37. Berger zieht weg. Matze Schweizer will natürlich auch eine Chance haben. Er will nicht sieglos aus dem Jahr gehen. Dafür müsste er aber an Rüttnauer vorbei. Und beim Stopp hat er 2 Runden mehr als Berger. Aber Novin, wie siehst du das? Lang fährt durch, das war klar, muss auch was probieren, gell? Es war nicht abzusehen anders. Aber die Durchfahrer haben in Japan nicht immer die beste Karte. Also könnt schon noch pro Joker sprechen. Das spricht momentan wirklich alles für den Joker aus Brandenburg. Das spricht alles für ihn. Und ich habe einen beunruhigten Funkspruch gehört. Ich vermute, von? Dass Daniel irgendwo mit Veko oder mit jemand anderem kollidiert ist. Das würde ich jetzt spontan sagen. Ja, tippen. Wir haben den Funkspruch nicht als, wir haben nur als Textform. Da hat Daniel Schmutz gesagt, ihn hätte einer an die Bande gedrängt. Er wäre angeschubst worden an die Bande gedrängt. Achtung, Überholmanöver! Achtung, Schweizer geht vorbei! Das haben wir gerade im Bildausschnitt. Matze Schweizer ist Zweiter. Novien? Ich würde einen Matze-Schweizer-Sieg auch nicht ausschließen. Nein. Hier. Und das ist ja okay. Also das hilft ja alles im Joker. Ist ja egal, wer von denen gewinnt. In Sachen Konstrukteurs-WM wäre das für Honda besser, wenn der Schweizer gewinnt, statt der Coca-Cola-Fahrer. Pfaffinger an der Box, Michael. Okay, Pfaffinger an der Box. Aber warum?
Er war in der Box. Ich vermute, er hatte ein Problem. Wir kriegen es nicht mehr rein. Pfaffinger, wir warten mal ab, was. Wir warten mal ab, was da gesagt wird. Kriegen wir nochmal eine Wiederholung. Na, da war's schon. Aber zu spät gesehen. Danke, Novin. Ah, ich krieg gerade die Erklärung. Elektrikprobleme bei Steffen Pfaffinger. Elektroprobleme gehabt, aber man konnte schnell reparieren, hat schnell den Laptop angeschlossen. Na, damit ist das auch für den Pfaffinger gelaufen in seinem vorletzten Rennen. So, Achtung, jetzt muss ich der Rüttenauer auch noch gegen die Chirac wehren. Ich glaube, dass das dem Sven nicht gefällt, das Rennen. Macht mir kein guter Eindruck, des Sven. Ich habe einen Funkspruch von Joker, Michael. Soll ich? Ja. Joker, you are position 6. You must in the pits. Patrick must not on the pits. You have a big advantage for us. Patrick has with the ending on the race with the tire problems. You have a big advantage for us. Okay, Joker. You must not pushing. You are leading on the drivers championship. You have a chance on the championship moment. Wo ist Valvo? Not so hard. Wo ist Valvo? Valvo is in position 7. Position 7. Oh, Valvo is behind me. Valvo is behind me. Great. Great, guys. Great job. Valvo wird. Achtung. Rüttenauer verliert den nächsten Platz. Oh, Sven, pass auf. Das war haarig. Da wollte er viel. Das war fast der Flügel hier onboard von Rüttenauer. Das ist dieser gefährliche Curb. Da hat es in der Vergangenheit schon einige der Flügel Oh, der humpelt da. Also da hat er Glück, der Rüttenauer. Aber da wird's eng. Also ich glaube, dass der den Atem spielt. Achtung, jetzt drängt er da die Chirac außen. Chirac außen. Da wollte Rüttenauer die Chirac noch abdrängen außen. Und die denkt sich, du kannst mich mal, ich geb dir abdrängen. Schau mal, fast Gras mitgenommen. Ja, das hat er davon, der Rüttenauer. Also bei Rüttenauer scheint mir irgendwas am Auto nicht in Ordnung zu sein. Es kann nicht sein, dass er so massiv verliert. Er hat ja nur 5 Liter mehr Sprit wie Berger. Da stimmt was nicht. Ich vermute, dass da was nicht stimmt, Novien. Beim Rüttenauer, das ist sehr komisch, wie der die Plätze verliert. Ich ahne schon wieder einen Funkspruch, Novin. Da wird schon wieder die Bevorzugung von Stellan Berger. Oh ja, das war klar. Das war klar. Ich ahne schon wieder die Bevorzugung von Stellan Berger. Oh, Lichtmesser an der Box. Achtung, Lichtmesser an der Box. Pass mal auf, nächste Kollision. Frontflügel ab. Was ist denn hier los? Zweimal Frontflügel am Körb. Einmal Elektroprobleme. Ich vermute, Novin, dass der Lichtmess über den Körb gerumpelt ist, so wie der Schmutz vorhin. Also auch Lichtmess in seinem vorletzten McLaren-Rennen nicht vom Glück gesegnet, wie schon die ganze Saison hier nicht. So, und jetzt hast du einen Funkspruch von Rüttenauer nachzureichen. Also Jungs, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe zwar mehr Sprit als Stellan, aber was ist denn los? Ich vermute, mir kommen Christian, respektive Joker, gefährlich nah. Könnt ihr bitte das mal schauen? Und ich vermute, dass ihr jetzt mehr und mehr euch auf Stellan konzentriert. Sven, ist das so? Könnt ihr mir bitte was dazu sagen? Ich fordere eine Erklärung. Eine jetzige Erklärung. Ohne Wenn und Aber, Junge. Sven, diese Stellan-Diskussion, die wollen wir nicht mehr aufwarten lassen. Und in der Tat, Sven, du hast recht. Wir sehen Unregelmäßigkeiten in der Telemetrie. Stell mal auf Option 4. Auf Option 4. Wir vermuten, dass an der Hydraulik was nicht stimmt. Ich habe es eingestellt, aber es funktioniert irgendwie nicht, Jungs. Okay. Wir versuchen das am Kommandostand zu fixen, Sven. Sei beruhigt, wir geben wirklich alles. Versuche, Schwald hinter dir zu halten. Er fährt durch, kann dich so schnell nicht angreifen. Er wird nicht an die Box gehen, Sven. Also... gute Chancen für dich. Wie sieht es mit der WM aus, mit der KWM, Konstrukteurs-WM? Sven, sieht gut aus. Stellan führt, du 4, Joker 6, Valvo 7. Liegt im Moment wieder in unserer Hand. Haben alle Chancen in unserer Hand. Macht weiter so, Jungs. Wir können zumindest diese WM tatsächlich für uns entscheiden. Das wäre mindestens ein schwacher Trost. Wir wissen, dass du enttäuscht bist, Sven. Aber wir sind glücklich mit der Saison, auch wenn du es vielleicht nicht so bist.
gib trotzdem alles, wenn wir wollen den Teamtitel. Wir haben das auch heute im Teammeeting besprochen, dass wir uns darauf konzentrieren wollen. Aktuell seid ihr beide auch noch gut dabei im Kampf um Michael um den dritten Platz in der Fahrer-WM. Der steht nämlich weit hinten. Ja, gehen wir mal in die Action-Camp. Stellan Berger hat hier einen guten Vorsprung. Schau mal, der hat also auf jeden Fall eine Chance auf Podestplatz. Achtung, Novin fällt raus. Wir warten mal nachher ab, was Novin Amani macht. Ob er gleich wieder reinkommt. Also Schweizer kann auf jeden Fall. Ich habe es ja hier hinter mir. Was hier Schweizer macht. Tanja Chirac. Auf Platz 3. Ja, was passiert hier? Joker momentan auf der 6. Das wird reichen. Luca Lichtmeer ist klar die schnellste Runde, aber er hat ja auch neue Reifen. Während ich mal schnell gucken muss, was mit Novin ist. Ich rufe ihn mal schnell an, dass man wieder reinhole. Kurze technische Probleme, aber er kennt das ja. Mal gucken, ob ich ihn noch reinkriege. Also momentan läuft die Weltmeisterschaft auf jeden Fall in Richtung Joker. Aber es ist noch nicht gewonnen. Es sind noch lange Runden. 24 Runden haben wir noch. Sieht nicht so aus. Novin schreibt gerade was. Mal gucken, was er mir schreibt. Das wäre natürlich für den Novin ärgerlich, dürfte er hier die WM-Entscheidung natürlich nicht mitverfolgen. Wir gehen mal wieder zurück. In unser Bild, Stellan Berger. Oh, was haben wir hier? Achtung, wo haben wir denn diese Einblendungen jetzt her? Interessant. Novin ist jetzt wieder da. Ja, da gab es technische Probleme mit dem japanischen Fernsehen wahrscheinlich. Ah, ich habe wieder was Neues gefunden, Novin. Ich habe hier die Lap-Times-Einblendung gefunden durch Zufall, nur durchs Raustappe. Okay. Alter Schwede, auch nicht schlecht. Aber wir gehen nochmal raus, ich muss mir mein OBS wieder reinlegen, dass ich das aussehe und das Skype-Fenster auch weg. So, also Lap-Times-Einblendung haben wir hier und da hat Stellan Berger eine 41,7 zu einer 41,5 von Schweizer. Ah, jetzt Chirac 41,4. Also Berger fährt langsamer. Schön, dass wir das jetzt wissen. Tolle Einblendung. Habe ich auch wieder nur durch Zufall gefunden jetzt. Weil ich raustappen musste, um dich wieder reinzuholen. Sehr schön. Also, Tanja Chirac holt immer mehr auf. Stellan Berger sagt uns das. Aber Schweizer ist auch dran. Wir sehen hier Charus. Momentan. Berger vor Schweizer. Chirac, Rüttnauer, Schwall, Joker, Malvorik, Bär, Le Gall. Ford, Le Gall, Freud, Beißler mittlerweile 12. Jan Bürgi, Hartmann und Lang nur 17. Aktuell Weltmeister Joker. Hier haben wir Patrick Lang im Bild. Weltmeister aktuell Joker. Novin, auch das wird mit der Durchfahrtsstrategie nicht hinhauen, glaube ich, weil der fährt, es fällt weit zurück. Aber sie müssen ja was riskieren. Die haben ja nichts zu verlieren. Was sollen sie sonst anders machen? Aber trotzdem hätte ich durchaus Patrick ein bisschen mit Sprit gelassen. Vielleicht hätte es vielleicht funktioniert. Ich habe einen Funkspruch von Stellan, Michael. Ein Beruf. Okay. Nico, Gabriel, I think I have a little bit problem with the tire. I have a problem with the tire. Front left or front right. Can you watch this on the screen, please? Okay, okay. We see little blistering, Stella. Little blistering. Save your tires. We have a chance of win this race, but attention please, Matze and Tanja, the fastest behind you. Okay, how much is the gap on Matze? Under seconds, 0.6, 0.6, Matze is behind you. Okay, okay guys, okay, I give my best. Okay. Constructor Championship.
21 Runden trennen Joker noch zum Weltmeistertitel. Tanja Chirac hatte ein Podest in Bathurst. Ich überlege, hatte sie noch eins dieses Jahr? Sie hatte eine Siegchance in Manicur weggecrasht. Ich glaube, sie hatte nur ein Podium. Sie hatte nur eins. Das wäre es natürlich. Le Gall auf der 10 im Moment. Das kann man auch sagen. Stark, aber da hinten wird gefeiert, dass der Beißler im Kampf. Das würde Beißler auch nicht gefallen, was hier gerade passiert, weil, Achtung, Christian Freund, weit zurückgefallen, ist ja, der fährt nicht durch. Der Freund hat einen schlechten Start erwischt. Da haben wir da hinten Beißler, grün, Achtung, Jan Bürgi, Hartmann, da geht's eng zur Sache, da ist der Lang aber dran. Schau mal, wenn die da sich ein bisschen balken, ist der Lang auch wieder eine Punkte, aber es reicht nicht, es ist zu wenig. Auch für Beißler im Kampf um Platz 3 wird er ein bisschen zurückfallen. Könnte bis auf Platz 5 runtergehen in der WM. Wenn die beiden da vorne auf 1 und 4 bleiben. Matze kann ihm ein bisschen helfen, wenn er hier gewinnt. Und ich bin überrascht, dass Matze hier so gut mithalten kann. Aber er will unbedingt... Oh, Achtung, Joker gegen Schmalt. Joker, Joker. No risk, no risk, Joker. We are in a moment in a world championship position. Also Joker will natürlich nicht als Sechster. Er hätte gerne gewonnen, der Joker, aber der Start war schlecht. Aber der sechste Platz reicht ihm aktuell zum WM-Titel. So, Achtung, Lukas Bär versucht jetzt Valvoric anzugreifen. Und Valvoric ist die Abschirmung für Joker. Aber der Lukas Bär, der will das nicht so sehr. Achtung, und ich glaube, dass der Bär bald vorbeigeht. Achtung, hier kommt's. Den kann Valvo nicht halten. Schau mal, wie der BMW wegzieht. Der Speedüberschuss und damit ist Joker sein Abschirmdienst los. Okay, Joker, okay. Valvo has lost the position. Valvo 8, Lukas Bär on 7. Lukas Bär is faster than you. Lukas Bär will attack you. Don't risk, let Lukas pass. The 7th place is a world championship place in a moment. Patrick Lang is 17th. Da kriegt er schon die Anweisung. Kriegt die Anweisungen wie letztes Jahr Rosberg. Erinnerst dich in Abu Dhabi? Bloß kein Risiko. Lass ihn durch. Es reicht noch. Erinnerst dich ja noch an das Finale, wo der Hamilton alle aufgehalten hat, so alle eingebremst hat noch. Erinnerst dich ja bestimmt noch an das WM-Finale letztes Jahr. Natürlich. Und so ähnlich macht es auch. Joker soll ihn durchlassen. Der 7. reicht auch noch. Solange es vor Patrick Lang ist, reicht jeder Platz. Ich wollte noch was sagen kurz, Michael, der Boxenzeitverlust ist bei über 20 Sekunden. Das könnte im Kampf zwischen Joker und Lang sehr interessant werden. Wir können ja mal gucken. Ach, jetzt habe ich es weggeschaltet. Joker 14-2, was hat Lang? 25-6, 11 Sekunden. Das reicht nicht. Nein, aber er muss ja, wie gesagt, mit den Reifen haushalten. Und ich bin nicht überzeugt, dass das der Audi schafft vom Lang. Ich denke, da wird ihn der Joker kassieren noch. Achtung, da hinten spielt sich's ab. Meine Güte. Da ist der Lang natürlich drin in dem Paket. Aber da geht's um die Plätze von Platz 10 bis 17. 18, das ist bei Lang in der Gegend. Da ist es eng. Da kämpft jeder um den Punkt, Novien. Die Regie zeigt uns jetzt zwar den hinterherfahrenden Lichtmesser, obwohl wir gerne lieber das Mittelfeld gesehen hätten. Liebe Regie. Oder das. Das ist auch okay. Das Führungsduo, weil der Schweizer holt immer mehr auf. Schau mal. 0,1. Stellan, Stellan. 0,1, 0,1. Matze is attacking. Oh je. Und jetzt da hinten. Beißler hat sich auf die 10 vorgearbeitet. Ford auf der 9. Valvo auf der 8. So, jetzt hat aber der Schweizer wieder verloren. Ja, Berger nochmal nachlegen können. Also in Sektor 1 ist der Schweizer besser, in Sektor 2 und 3 der Berger. Und somit kann minimal, Berger sich... Aber minimal. Kann sich ja, wir können uns ja hier die Laptimes angucken. Die letzte Zeit von Berger war eine 41,7. Schweizer 41,4 zuletzt. So, Schweizer 41,1 gefahren jetzt. Zu 41,5 von Berger und Chirac. Also Tendenz ist deutlich zur Richtung Schweizer. Der hier auf jeden Fall das Rennen gewinnen will. Jetzt hat er eine kleine Verbremsung gemacht, Norwin. Joker auf der 5. Wo ist denn... Moment mal, da fehlt aber einer. Nein, nein, der war hinter Schwald. Der hat Schwald überholt. Ach so, okay.
Okay, ich Schwalt war Fünfter. Hier haben wir es. Ist schon zu spät. Joker hat Schwalt überholt. Damit reicht es deutlich. Reicht immer noch. Also, solange er vor Patrick Lang bleibt, der Joker, ist er Weltmeister. Er muss vor Patrick Lang bleiben, egal welcher Platz aktuell. Und er wäre Weltmeister. Patrick Lang ist derjenige, wo aufholen muss, nicht Joker. Und es läuft für Joker. Deswegen im Moment... Entschuldigung. Mein Fehler. Aber die, was wir, ja, du kannst gleich sagen, es, die Regie zeigt uns aber jetzt mehr hier den Kampf da vorne, weil der Matze eine Siegchance hat, der Joker im Moment, ja, hat das im Griff. Man wird dann gegen Ende auf den Joker schalten. Was wolltest du sagen, Nobin? Was hast du für News? Du hast einen Funkspruch von Patrick mit dem Update, wo Joker ist, und ich habe für Joker ein Update für seine Leistung. Patrick, Joker on fifth place. We are lose the world championship. Patrick, give all the best. Berger an der Box. Erstmals. Okay. Joker, your position 4 on the moment. Your position 4, Stellan is now in the pits. Your championship, you are winning on the championship. Push hard, not so hard. Patrick is not on the points. Okay, guys, okay. Schweizer führt das Rennen an, Nobin, aber der wird auch nicht lange führen, weil ich glaube, der Schweizer, ja, der hat aber noch 2 Runden. Matze Schweizer führt. Matze Schweizer hat schon lange kein Grand Prix mehr angeführt, nämlich, glaube in Monza hat er aber kurz geführt. 13 Karrieresiege von Matze Schweizer, bisher in jedem Jahr einmal gewonnen, Owen. Schafft er es noch in diesem Jahr zu gewinnen? Er hat ja nur noch dieses Rennen und dann hat er noch eine Chance in 14 Tagen. Auch schon gewonnen in Adelaide. Und hier hat er vor zwei Jahren hat er hier, Owen, Bergmann in eine vorentscheidende Phase den Sieg abgenommen. Hier hat ihn damals Bergmann überholt. Und dann kurz nachher der Fehler gemacht, der Bergmann, der Schweizer hat das Rennen gewonnen. Also der hat hier schon mal gewonnen in Japan, in McLaren. Die Frage ist, schafft er das? Jetzt geht Matze Schweizer in die Box. Da hinten Chirac biegt ein. Nehmen wir mal Tanja Chirac mit, die ist jetzt in der Box. Die kämpft ums Podest, Novien. Die haben alle noch nichts mit dem WM zu tun, aber die können dem Joker helfen. Wenn sie vorne bleiben, weil Lang muss die ja auch noch überholen. Und da kommt Lang nicht hin. Da kommt Lang im Leben nicht hin da vorne. Chirac kommt raus auf Platz Nummer 14. Vor Patrick Lang, Novin. Vor Patrick Lang. Da ärgert sich Patrick zu Recht jetzt gerade. Schon, Schweizer nehmen wir jetzt auch gleich mit, Novin. Weil, warum? Der geht zur Box. Pfaffinger interessiert uns nicht. Warum hat man da schon wieder den aufgetankt bei Williams? Also, da muss man sich auch wieder mal fragen, was Williams da schon wieder gedacht hat. Typische Williams-Strategie. Wir nehmen den Stopp von Matthias Schweizer mit, Nobin, weil indirekt geht es hier um den Rennsieg zwischen ihm und Stellan Berger. Aber ich befürchte, der Berger könnte es schaffen. Es wird aber eng. Das wird sehr eng. Wir nehmen jetzt mal. Matze biegt ein. Ferrari, wer den Sieg schaffen würde, wäre interessant. Beißler 3 Siege, Schweizer 0, da Beißler ihn deutlich geschlagen. Es wird dann Sven Rüttenauer, wenn er nicht jetzt gleich abbiegt, die Führung übernehmen. So, jetzt Batze in der Box. Scheibe putzen, das klappt alles gut, klappt alles gut. Rüttenauer führt den Grand Prix an, Joker auf 2. Wo ist Stellan Berger? Oh, er schafft's nicht. Stellan Berger hat ihn, er bleibt hinter Valvoric hängen, der Schweizer. Und damit sage, damit hat es sich schon zu Richtung Stellan Berger entschieden. Valvoric fährt nämlich durch. Novien Schweizer ist hinter Valvoric zurückgefallen. Das ist gut für Joker. Schlecht für Schweizer, um das Rennen zu gewinnen. Damit läuft es auf Stellan Berger hinaus, Novien. Das wäre der dritte Sieg in der Formel 1. Im Rookie-Jahr. Wir dürfen nicht vergessen, er ist immer noch Rookie, gell? Und nächstes Jahr Renault-Pilot an der Seite von Boris. Also ich glaube, der Stellan, wenn er hier gewinnt, hat er sich mehr wie nur den Renault-Platz verdient. Lichtmess an der Box, deswegen kann Lukas Bär noch nicht rein. Und Joker geht noch nicht an die Box, Rüttenauer noch nicht.
Rüttenauer wird versuchen, jetzt sich in Abstand auszufahren, aber das sind zu wenig. Er muss noch 12 Sekunden rausfahren, das schafft er nicht. Aber Rüttenauer, wissen wir, der will's wissen, der gibt alles. Joker auf der 2, das wäre im Moment deutlich die Weltmeisterschaft, aber er muss ja noch an die Box. Wir rechnen erst wieder Hochnobel, wenn der bereinigt aus der Box kommt, dann wissen wir nämlich, wo er steht. Rüttenauer geht immer noch nicht rein, aber Joker, Joker geht rein in die nächste Runde. Du hast und Armani hebt das Schild, ne? Ja. Wie das damals von Dennis gemacht hat, persönlich den Pfeil. Aber er kommt und dann Joker, Box now, Box now. Also Joker geht rein, Rüttenauer fährt noch länger, das war klar, der hat auch noch, der kann noch zwei Runden fahren, Owen, aber schau mal, wie der Berger aufholt, der Rüttenauer wird doch keine Chance haben. Schmutz auch wieder an der Box. Hinter Schwald zurückfallen. Owen, ich sehe gerade, dass, ja, Schwald fährt durch, genau. Ich sehe gerade, dass der Schmutz wieder in Box gefahren ist, ich frage mich auch, warum er da nicht aufgetankt hat bei Mercedes, aber das kennen wir ja jetzt schon, das Spiel. Wir nehmen die Onboard-Runde mit Joker mit, weil das ist ein sehr entscheidender Boxenstopp. Es geht hier um nichts Geringeres als den Gewinn der Formel 1 Weltmeisterschaft hier in Grand Prix 2. Und Joker muss vor Lang rauskommen. Bleibt er vor Lang nach dem Stopp, dann kann er es nur noch selber wegwerfen. Patrick Lang muss vorbei. Bleibt Joker vor Lang, dann kann Joker es eigentlich nur noch selber wegwerfen. Joker geht als Führender in die Box. Oder war kurz... Vorsprung. Der Vorsprung auf Patrick Lang, der hat 24-4. So, wir sind jetzt bei Joker. Weil Worek fährt durch. Armani und Hashigu, siehst du es ja im Fenster? Ja, richtig. Joker ist 9. Jan Bürgi. Patrick Lang kommt da! Und Joker fällt hinter Lang zurück. Joker 14, Lang auf der 11. Aber da vorne Weko Meier fährt durch, Bergmann fährt durch, Joker. Der wird die aber kriegen, Norman. Schau mal, der kriegt die 2 da vorne. Und dann reicht's wieder. Weil er nur ganz knapp hinter Patrick Lang ist. Und das reicht Lang immer noch nicht. Auch wenn er hin... Aber Achtung, Joker, sei vorsichtig. Der Bergmann ist im Infight mit dem Weko Meier. Also Joker nach wie vor auf WM-Kurs. Aktuell reicht auch der 14. Platz, weil Lang holt damit, glaube ich, nur 4 Punkte. Und er müsste ja 6... Er müsste ja 6 aufholen. Also Lang müsste noch... 14 muss er holen. 14. Also Lang muss noch 5, 6 Plätze nach vorne, um das zu vertagen. Und das schafft er nicht. Schau mal, der Audi kommt da nicht weg. Also ich würde mal sagen, Rüttenauer an der Box. Nehmen wir den Stopp auch mal mit. Da ist der Stopp vom Rüttenauer. Berger führt, Schwald auf 2. Ja, da muss der Matze jetzt vorbei. Aber ich würde mal sagen, der Sieg wird heute Richtung Stella Berger gehen. Beißler an der Box. Wo Joker, ist der? Joker, don't risk. You are the championship in the moment. You are championship in the moment, Joker. Beißler in der Box. Patrick is position 11. Patrick is position 11. You are in the championship course. You are championship course, Joker. Kommt auf der 16 wieder raus. Wir haben auch den Stopp von Beißler mitgenommen. Jetzt sogar hinter Le Gall. Aber vor Chandragama. So, jetzt gehen wir aber mal in die Action Cam. Michael Ford fährt durch. Und der fährt auf 5. Nomine Michael Ford beweist er mal wieder, warum er ins Coca-Cola-Cockpit gehört. Aber er wird nicht lang 5. bleiben. Da hinten sind... Lang auf 8, Joker 10. Das reicht Patrick Lang nicht. Das reicht nicht. Das würde nach wie vor Joker reichen. Das reicht Patrick Lang definitiv nicht zur WM. Das sind zu wenig Punkte. So, Joker jetzt gegen Weko Meier. Bergmann hat er überholt. Das haben wir leider nicht gesehen. Denn da war gerade der Punkt. Weko, don't risk, please. Don't risk, Weko. Ja, hat ihn auch gesehen. Ja, und damit Joker Weltmeister, denn er ist direkt hinter Lang. Novin, das ist nur ein einziger Punkt, den der Lang aufholt. Das wären dann 33 Vorsprung. Also, ich würde mal sagen, Joker kann es nur noch selber weghauen. Es läuft für Joker. Patrick Lang hat keine Chance. Wenn nicht was passiert, wird Joker Weltmeister. Also, ansonsten
Alles andere kann ich mir nicht mal vorstellen, Owen. Patrick Lang kann es nicht mehr schaffen aus eigener Kraft. Michael, schalten wir kurz mal in den zwei Bildschirmen wieder. Hashigo, Armani, Stadler, Moser. Was siehst du bei Armani und Hashigo? Angespannte Gesichter. Und bei Moser, der hat gerade abgewunken und resigniert. Vergiss es, der wird uns auch noch überholen gleich. Wir kommen nicht vor dem ins Ziel. Und Novin, was wollte ich sagen? Zwei Runden maximal und dann ist Joker vorlang und dann reicht's definitiv. Also ich würde sagen, Joker kann's nur wegwerfen. Patrick Lang, schau mal an, der hat keine Chance, Patrick Lang. No chance. Haben wir hier... Von Patrick einen Funkspruch. Ich habe einen Funkspruch. Ich will nochmal die Rückansicht. Achtung, da kommt's! Da kommt's! Das WM-Manöver! Das ist das Manöver, mit dem Joker wohl die Weltmeisterschaft gewinnt! Und das schauen wir uns an. Dieses Manöver dürfte die endgültige WM-Niederlage von Patrick Lang besiegelt haben. Und da lässt Lang ihn auch ziehen. Er weiß, wann er verloren hat. Patrick Lang. Und klatschender Gesicht dabei Honda. Jetzt muss aber alles klappen. Novin, das sind 8 Runden. Jetzt noch 7 Runden zum Weltmeister. Ich habe dafür nachher was vorbereitet. Also. Also ich mache den Joker beim Funkspruch. Und du machst das Team. Okay. Patrick. Okay, ja, Novin. Alles 1,39,9 Beißler, die schnellste Runde. Dafür kann er sich aber wenig kaufen in dem Rennen. So, Patrick hat einen Funkspruch bekommen und ich glaube, der Michael Ford ist der Nächste, wo dran glauben muss. Schau mal. Und dann, mehr geht nicht. Rüttenauer war in der Box. Ich glaube, Schwald und Valvo können heute hier überraschen. So, Basit Patrick Lang hat jetzt wohl die WM-Niederlage in den Boxenfunk bekommen. Novin, hören wir mal rein. Sorry guys, I lost power, I must Joker pass him, sorry guys. It's okay Patrick, it's okay, we see this. Tut mir leid Junge, ich denke wir haben's verloren. Wir brauchen jetzt ein gewaltiges Wunder, dass hier noch was geht. Aber Joker überholt Auto für Auto, ist jetzt an Michael Ford vorbeigegangen. Achtung! Achtung, Michael Ford rutscht da aber raus, hat er sich was angeschlagen? Ui, Michael Ford hat da aber Riesenglück. Und Patrick Lang geht da vorbei, Lukas Bär geht da vorbei. Achtung, hier aus der Sicht von Lukas Bär hat der ein Schweineglück da fort. Für Patrick Lang reicht's nimmer. Nein, Lang ist vorbei. Michael Ford hat 3 Plätze verloren, hat den Fahrfehler gehabt, ist da rausgerutscht. Reicht aber Joker immer noch. Nochmal der Funkspruch. Sorry, Patrick. Sorry, wir brauchen ein dickes Wunder, wenn wir hier noch was drehen wollen. Ist okay, Ernst, ist okay. Ich denke, der Bessere hat hier die WM entschieden. Und das waren leider nicht wir in der zweiten Saisonhälfte. Schade. Es hat gut begonnen in Bathurst, aber man muss es anerkennen, wir haben es einfach nicht geschafft. Ja, und da hat er nicht Unrecht. Wir haben gesehen, wie viele vierte Plätze konstante Joker geholt hat und welche Schwankungen der Lang gehabt hat. Und am Ende, so sagen, der Verdiente steht da vorne. Und Joker hat einen Funkspruch. Joker, don't risk. In this moment, we have a chance. 5 laps remaining. And we are world champion. 5 laps, concentrate. Ja, ich denke, dass der Joker jetzt nicht mehr antwortet. Er wird sich konzentrieren. Hier ist der gefährliche Körper. Hier kann er überall noch in Gefahr lauern, aber wir hoffen es nicht. Aber schau mal, ich glaube, dass der Rüttenauer da vorne auch noch gleich Besuch vom lieben Joker bekommen wird. Aber der wird sich jetzt versuchen, Chirac. Oh, Schweizer führt! Schweizer führt! Ich glaube, hier ist gerade passiert! Hier ist gerade passiert. Oh, das ist ja völlig untergegangen in der WM-Entscheidung. Matze Schweizer führt. Novin, wie hat er denn das gemacht? Der war doch vor 2 Runden noch Dritter. Novin, schau mal, hier ist es gerade passiert. Wir sind zu spät. Auf Start und Ziel. Matze Schweizer führt. Novin, der war vor 2 Runden Dritter. Ich frag mich, wie hat er denn das jetzt gemacht? Die Kameras...
Die TV-Kameras haben sich auf Joker konzentriert im WM-Kampf und da hat der Schweizer die doch mal eiskalt überholt, die zwei. Nobi, wie hat denn das der Schweizer hier gemacht? Das ist ja Wahnsinn! Während Rüttnauer jetzt an Chirac vorbei ist, auch das haben wir leider nicht mehr reinbekommen, da konzentriert sich die Weltregie völlig auf Joker und dabei hat der Schweizer zwei Leute überholt. Das war jetzt auch blöd von der Weltregie, dass sie das uns nicht eingefangen hat. Das ging jetzt schnell, Novin, und damit wird der Matze Schweizer seine Serie aber gerade noch auf den letzten Drücker aufrechterhalten, weil ich glaube, dass jetzt der Schweizer das Rennen da vorne diktiert. Ich glaube, dass der Stellan Berger nicht mehr zurückschlagen kann. Novin, der zweite Reifensatz, seitdem ist der Schweizer, aber Novin, der war vor drei Runden Dritter. Ja, wie hat der das gemacht? Der Schwald fährt durch. Okay, der ist leicht zu überholen. Aber wie hat er das mit Berger gemacht? Der muss ja sauschnelle Rundezeiten hingelegt haben. Anders kann mir das nicht erklären. Was sagt unser Laptime-Chart? Eine 41,75 zu einer 41,77. Ja, er hat immer Zehntel aufgeholt, Novin. Und der hat hier schon mal gewonnen vor zwei Jahren, Novin. Und sieht auch so aus, als wird Matze Schweizer sich das hoffentlich nimmer nehmen lassen. Er kann es natürlich noch wegwerfen. Aber dann wäre er der endgültige Depp der Saison, wenn er das jetzt noch schafft. Fahrer des Tages momentan würde ich sogar sagen, es war von Position 13 auf Position 4. Gefolgt von Matze Schweizer. Also den Move ja. Da gerade eben, entgangen der TV-Kameras. Wir sollten mal auf die Action-Cam schalten, dann verpassen wir auch nicht mehr so viel. Weil Joker ist aktuell 7, lang 9. Da wird sich nichts tun. Solange da nichts passiert, ist die Sache gegessen. Und ich glaube, da vorne ist... Der Konstrukteurs-WM könnte es auch nochmal... Für Ferrari, ja. Wird auch nochmal würzig werden. Aber WM-Fahrer ist aktuell jetzt entschieden. Der Rennsieg, behaupte ich mal, hat Stellan Berger wohl auch weg. Bei fast 2 Sekunden, den kriegt er nicht mehr, den Schweizer. Aber in der ersten Hälfte, Stellan Berger dominant geführt, in der zweiten Hälfte Schweizer vorne. Aber der war auch schon nach dem Start die ganze Zeit im ersten Stint schon ziemlich schneller als der Berger. Ich vermute, dass der Schweizer das jetzt einfach geschickt gemacht hat. Und dann ist es ein verdienter Sieg. Also Valvo und Schweizer für mich die Fahrer des Tages. Joker, okay, der hat den Start verhauen, aber dann hat er gut gefahren, kontrolliert die Positionen, die er fahren muss. Die reichen. Und Schwald für mich auch ein Fahrer des Tages, denn der ist Dritter mit vollem Tank. Schau mal, wo der Bergmann rumeiert. Ist gerade vom Beißler überholt worden mit vollem Tank. Also Nobin, es besteht immer mehr, dass der Bergmann die Saison völlig aufgegeben hat. Was der hier zusammenfährt in den letzten 4-5 Rennen, ist ja unterirdisch. Das sind wir vom Bergmann überhaupt nicht gewohnt. Also der hat bessere Rennen schon gehabt. Also der hat total aufgegeben, Nobin. Der hat gemerkt, Mitte der Saison, er kann ja nicht Weltmeister, wäre uns klasse. Das ist eine Einstellungssache. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr, dass er wirklich an dem Auto für nächstes Jahr entwickelt. Dann können wir vom Rocky wieder was erwarten. Was erwarten wir hier noch vom Beißler? Den Weco wird er... Oh, den Weco? Das ist auch eine alte Spezi vom Beißler. Ja, die zwei gäbe es auch immer gern in alle Rennserie. Ha, was geht da noch? 11. Platz vielleicht, 10. Michael Ford strauchelt, aber mehr wird da nicht mehr gehen für den Beißler. Wir gehen mal auf die Spitze. In welcher Runde ist Matze? Wie bitte? Weco, der ja Dritter wurde in Monte Carlo. In der WIRL, ja, richtig. 3 Runden noch für den Herrn Schweizer. 3,1 Novin. Wenn der Schweizer sie wegwirft, hat er es geschafft. Dann bleibt er Novin. Der einzigste Fahrer in der Grand Prix 2 Geschichte, der in jedem Jahr ein Rennen gewonnen hat. Auch diesmal hat er es wieder gerettet, die Serie. Der einzigste, der einzigste Fahrer, Novin, wenn er schafft, der in jeder Saison gewonnen hat. Es ist übrigens der 14. Karrieresieg von Matthias Schweizer, der 4. im Ferrari, im letzten Jahr 3 an der Zahl, hintereinander. Dies hat er nicht geschafft, die Siegesserie, dieser, dafür war er zu schwach. Aber wo ist Joker? Achtung, Rüttnauer gegen Valvo. Ich denke, Rüttnauer wird sich den Valvo noch schnappen. Für den Schwald, glaube ich, reicht es im Rüttnauer nehme. Der Schwald könnte Glück haben, aber Valvo wird wohl Pech haben. Da hinten Chirac will aber natürlich auch noch was wissen hier. Schwald wird schaffen. Ich glaube, Schwald kriegt der Rüttnauer nehme. Also Podestplatz schafft er nehme.
Aber Valvo wird's noch erwische. Wo ist Joker? Aber er ist auch noch dran. Wo ist Lang? Ja, das können wir vergessen. Also aktuell läuft es hier für den Mann aus Neuenhagen, Brandenburg, der Joker. Aber hier ist die Sache noch nicht gegessen. Achtung! Chirac gegen Rüttnauer. Während Chirac. Achtung! Und Valvo da hinten die Schoße auffällt. Ah, der Grand Prix nimmt an Fahrt auf. Wo ist wer? In welcher Runde ist Matze Schweizer, der Führende des Rennens? Zwei Runden noch. Zwei Runden trennen Joker zum Weltmeistertitel. Und Norwin holt das, das Paket. Ganz langsam. Ja, Hashiku wusste auch davon Bescheid, hat aber gleich gesagt, lass es bloß nicht die Fahrer wissen. Und kann Valvo, vielleicht tut der Joker noch nach vorne helfen, aber es ist auch egal, weil der siebte Platz auch reicht. Ich glaube, Rüttnauer wird sich den Valvo schnappen. Kommt es vielleicht noch zum Platztausch, je nachdem? Obwohl muss er gar nicht, weil es reicht auch so. Rüttnauer hat jetzt einen misslungenen Angriff gemacht hier. Das hätte jetzt wieder der Tanja Chirac in die Karte gespielt. Wir müssen gleich auf den führenden Matze Schweizer schalten, Nobin. Wenn der über die Linie kommt, dann schaltet die TV-Regie auf Matze Schweizer, wo das schade ist, weil das hier... Achtung, Lukas Bär! Und da kriegen wir einen Funkspruch. Joker! Lukas is behind you, is attacking you. Let pass him, you are in a championship position. Achtung, Chirac gegen Rüttnauer und Lukas Bär. Joker hat die durchgelassen, tatsächlich! Aber das reicht ja auch. Wie Lewis Hamilton, der am 9. Platz im Mexiko-Weltmeister wird, im 8. Aber die Regie schaltet um. Matze Schweizer ist in der letzten Runde. Final Lap, Matze. Norwin, also mit dem Matze Schweizer-Sieg hätte ich jetzt nimmer gerechnet in der Saison. Aber in dem Rennen hat sich's abgezeichnet, dass es möglich erscheint. Und er hat es tatsächlich gemacht. Also da muss man sagen, Matze hat... Ich würde behaupten, Matze hat heute sein bestes Rennen in der gesamten Saison hier abgeliefert, nach Monza, das war auch gut in Monza. Aber nur zwei gute Rennen von 16 ist zu wenig, wenn ein Herr Schweizer den Anspruch hegt, vor der Saison zu sagen, ich will Weltmeister wäre, dann war das natürlich trotzdem ein Armutszeugnis, die Saison. Der Sieg kaschiert es jetzt ein bisschen, aber gesamt betrachtet hat ihn der Beißler in Grund und Boden gejagt. Also da muss er sich das einfallen lassen, denn das wird ein Schwald auch tun im nächsten Jahr. Da bin ich überzeugt, dass der da gewillt ist. Wir gehen aber jetzt die letzten Meter mit Matthias Schweizer mit, der jetzt ins Casino-Dreieck fährt. Matthias Schweizer und er gewinnt den großen Preis von Japan. Matze Schweizer gewinnt in Suzuka. Aber Berger 2. Dritter ist Schwald. Vierter Rüttnauer hat Valvo geschnappt. 5 Bär. 6 Bär. 7 Chirac und Joker auf der 8. Und Joker hat... Joker ist Weltmeister! Joker ist Weltmeister! Matze Schweizer siegt Joker 8 und ist Formel 1 Weltmeister! Dein Einsatz, Novin. Und den Funkspruch vom Schweizer spielen wir später ein. Der ist jetzt nicht so wichtig. Das ist der Mann, den es zu ehren gilt. Joker, I have a question for us for you. Do you have a little bit of favorite of the championship title here in Grand Prix 2? Come on, come on, give me the result, please. Make no jokes. Joker, you are world champion! Yeah! Yeah! Oh my god! Is this real? Yes, Joker, yes. That's where's Patrick? Where's Patrick? Position 9, your gap on Patrick is over 25 points. You are a world champion, Joker. You are a world champion. Enjoy this moment. Enjoy your day. Here's the. You have a biggest moment for the team, us. You have a biggest moment for Rival in the season 2. We have a science, a season 3, not a championship title for Honda Engine. Congrats, Joker. Congrats. Joker, ich habe noch was für dich. Wenn du das hörst an dich, du bist verdienter Weltmeister. Gratuliere. Ich bin gerade
Sprachlos, Junge. Ich bin gerade seit Lausitz erst bei euch. Und da darf ich schon den zweiten Titel schon nach der STM schon mit den Konstrukteuren. Jungs, ich bin gerade selber sprachlos. Und ich habe eine Überraschung nachher für dich. Geist! Yes! Yes! Oh meine Güte, Jungs! Thank you, unbelievable World Champion! World Champion! Oh my God! Oh my God! World Champion! What's a big word? World Champion! Oh my God, guys! Oh my God, I have no words for this moment. I say thank you to Honda. I say thank you, thank you. Last years I driving in a Sauber. What's on the endless fields. And this year, my first year to Honda. And world champion! Yes, this is not unreal for me! World champion! First world champion for Honda in this racing series! Oh Gott! Oh Jungs, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Danke! Danke! Joker, yes! Joker, ich hab noch was für dich. Wir haben gerade. Und wir haben auch mal eine Live-Schaltung zu deinen Kollegen und die wollen dir was sagen. Aus Motegi und aus Brandenburg. Hat der regierende Bürgermeister was zu sagen für dich? Joker, der Bürgermeister aus Neuenhagen ist hier. Gut gemacht, mein Junge, gut gemacht. Weltmeister der Formel 1. Eine Liga der ganz Großen, die du angehörst. Gut gemacht, mein Junge. Danke. Ich kann's nicht glauben, stupst mich einer. Der Clown ist Weltmeister, unglaublich! Und wir haben heute noch eine, wir haben in 2 Wochen vielleicht die Chance, noch den Teamtitel zu holen. So gesehen, hätten wir so gesehen, alle Titel in Honda. Hätten wir das so nicht gedacht, oder Joker? Was denkst du? Oh Gott, ich kann nichts mehr sagen. Danke. Und Joker hat jetzt sich mittlerweile eine Japan-Fahne von einem Streckenposten zustecken lassen. Das hat er bei seinem einzigsten Grand Prix-Sieg in Budapest gemacht. Und Achtung, was er jetzt macht. Er fährt jetzt gleich auf Start und zieht Licht in die Box. Wer darf das? Das haben ja zum Beispiel Vettel, Rosberg und andere auch schon gemacht beim WM-Titel. Und die Fans, die Japan-Flagge. Und da macht er jetzt einen Start. Achtung, Casino Dreieck. Und da brennen, also die Reifen kann er nachher auch wegschmeißen, aber ich denke, es ist egal. Die kommen ins Museum nach Neuenhagen, die abgefahrene Reife hier vom WM-Titel. Und jetzt auf Start und ziehen und dann heißt es einmal American Donuts für alle. Unfassbar. Mit der Japan-Flagge in der Hand und dem anderen Hand am Lenker. American Donuts für die Fans. Joker ist der neue Weltmeister in Grand Prix 2, der fünfte in der fünften Saison. Joker ist damit der zweite, der vorzeitig es geschafft hat. Nach seinem Teamkollegen Valvo der zweite, der vorzeitig und damals Valvo mit einem Toyota-Motor, ebenfalls japanische Hersteller. Und damit ist der Joker in einer Liga mit den ganz Großen. Mit Beisler. Mit Valvo. Mit Schweizer, mit Le Gall und jetzt auch Joker. Das sind die fünf, die glorreichen fünf Weltmeister. Die werden in Adelaide zum letzten Mal gemeinsam ein Grand Prix bestreiten. Wie gesagt, zwei Weltmeister höre ja auf. Also Joker hat sich jetzt in die Liga der Weltmeister, erst die dritte Saison, das erste Jahr in einem Top-Team und gleich auf Anhieb Mr. Konstanz könnte man ihm seit dem Titel jetzt der Spitzname verleihen. Aber du weißt, wie schnell geht's und nächstes Jahr ist alles anders. Aber das ist dem Joker, glaube ich, jetzt egal, was nächstes Jahr passiert. Und jetzt pass mal auf, der nimmt die Kopfstütze weg. Das Auto schon quergestellt. Nimmt die Kopfstütze weg.
Das Auto wird nachher dann von der Strecke Porsche in den Parc Fermé geschoben. Klar, der kann jetzt natürlich keine Runde mehr fahren, weil jetzt die Fans nämlich auf die Strecke gelassen werden. Und Joker steht da, hebt die Japan-Fahne hoch und jetzt kommen die Menschenmasse, umringen das Auto vom Joker. Novien, das muss man vielleicht schützen, nicht, dass die da Flügelteile abreißen. Das wäre jetzt auch nicht so toll. Da kommen schon die ersten Securities, ums Auto zu schützen. Aber die enthusiastischen Japaner ringsrum das Auto von Joker, währenddessen ist Matze Schweizer mittlerweile in die Box angekommen. Und Novien, natürlich haben wir noch den Funkspruch von Matze Schweizer nachzureichen. Den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, aber ich denke, dass der WM-Titel-Funkspruch vom Joker wichtiger war als der Sieger vom Schweizer, weil der hat ja nur das Rennen gewonnen, Joker die ganze Weltmeisterschaft. Aber Novien, natürlich wird er nachgereicht, und zwar jetzt. Nochmal der Siegerfunkspruch von Matze Schweizer. Grande, 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 Matze! Vitoire! Vittoria, Vittoria! Grande, Matze! Grande, primissimo! Quattro, Vittoria, Ferrari! Yes, 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 yes! 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 Oh my God, I'm so happy! I'm so happy! This was a very shit season for me in this year. I'm so happy I can win a race in this year. 4 Ferrari win, 3 for Michael, 1 for me. I'm happy, thank you guys. Grazie Ferrari, Forza Ferrari, Forza! Ja, aber nächstes Jahr muss er dann eine Antwort liefern, natürlich. Ja, und er sagt jetzt noch, congrats with Joker for the championship title. And Matze... We have a new world champion. Joker is the new world champion. Congratulations to Joker. Verdienter Weltmeister. War der Beste in diesem Jahr. Congratulations. Thank you. Michael, und du siehst jetzt gerade bei Hashigo und Armani, was machen die jetzt gerade? Die haben jetzt die heimliche Box ausgepackt, die ausgesehen hat wie eine Schublade. Da hat ja der Armani noch so Haare dran geklebt, um es zu tarnen. Haben sie jetzt rausgeholt und was steht auf dem T-Shirt drauf? Ein Bild vom Joker. 11. November. World Championship, World Champion Season 5 und drunter der Satz, der Clown ist Weltmeister. Weil das ist ja sein Markenzeichen immer. Clown nennt er sich ja gern. Der Clown ist Weltmeister. Und dann noch so ein Bild von einem Clown drauf. Also, das sind die T-Shirts, die jetzt auch der Joker nachher kriegt. Und die wahrscheinlich sogar jetzt gleich in die Fanmenge geschmissen haben. Die haben nämlich noch eine zweite Box für die Fans tatsächlich rausgeholt. Und Joker steht immer noch, der kommt da gar nicht weg, weil jetzt um ihn herum die ganze Menschenmasse sind. Aber der muss ja nicht aufs Podest, Novien, der muss ja nicht aufs Podest, der ist ja nicht nur die erste 3 gekommen, von daher kann der sich, aber die Siegerehrung wird sich ein bisschen nach hinten ziehen natürlich. Ah, schau dir mal an, der Joker kommt dann immer weg, umringt von Japan, die kommen gar nicht zu Joker hin, die müssen von der Boxenwand fotografieren. Was für eine WM. Selbst bei Valvos WM-Titel war es nicht so ausufernd wie hier, allerdings das war auch in einem Lotus. Wir dürfen nicht vergessen, dass hier ein japanisches Werksteam den Fahrerweltmeister gewonnen hat. Und das ist Honda. Und die sind seit Saison 2 dabei. Die haben also 4 Jahre gebraucht. Besser gesagt, dank Valvo ging's. Ja, mit Valvo ging's endgültig nach oben. Und mittlerweile Schweizer ja auch in der Box angekommen, in der Funkspruch gerade nachgespielt. Feiert den Sieg. 14. Karrieresieg, 14th Carrier Victory von Matthias Schweizer. Damit hat er jetzt diese Zahl 13 auch los. Also, da hat er schon Angst gehabt, dass es daran lag. Die hat er jetzt übersprungen. Das ist der Sieg Nummer 14. Bleibt natürlich Rekordsieger, was das anbelangt. Und Novien, das war nebenbei schon, müsste schon der 11. Ferrari-Sieg in Grand Prix 2 gewesen sein. Nur noch einer, weniger als Renault. Also, und Platz 2, natürlich freut sich da auch der Stellan Berger mit, der nächstjährige Renault-Pilot. Und natürlich Christian Schwald, der knuddelt den Schweizer da. Das sind die Teamkollegen der Zukunft ab nächstes Jahr. Also mal gucken, wie lange er Freude mit dem Schwald haben wird, der Herr Schweizer.
Das wird interessant. Aber noch verstehen die gesagt, sich. also da freue ich mich jetzt schon Die drauf, wenn die neue Saison ist. noch sind die gut miteinander, die zwei. Das muss man einfach wirklich sagen. Und Sven Rüttnauer Oh. ist gerade etwas betröppelt in die Box abgedampft. Es hat nicht Aber zum Podest. dafür ihr Joker trotzdem fair. Ja, ist vorher zu Joker gegangen, schätzt den Joker sehr. Also hat ihn zumindest gewunken. Er kommt ja gar nicht hin durch die Menschenmasse. Da kommt gar keiner hin zum Joker. Wie auf einer Insel eingekeschelt, das Auto und er. Aber jetzt machen die Ordner so ein bisschen einen Weg frei, dass der Joker Richtung Boxengasse laufen kann. Da wollen die Fans hin, aber jetzt gibt es da so eine Art Sperre. Menschenkette, wo dann hier den Weg frei macht. Aber klatschend und trötend wird der Joker in Richtung Boxengasse begleitet. Wie siehst du jetzt gerade Armani, Michael? Gerade in seiner Also der Reaktion. Armani ist Hat er was fertig. Der getan? hat jetzt erst einmal schon mal ein Glas Sekt. Geäxt, also der ist völlig fertig. Der Aber kann es nicht glauben. verständlicherweise. Ja, der ist Amt erst in Lausitz angetreten, aber ja, jetzt heißt die Aufgabe, wird schwerer. Honda muss zum ersten Mal, also jetzt ist Honda das nächste Team, wo versuchen muss, mit Joker den Fahrertitel zu verteidigen. Wird es Joker vielleicht gelingen, zweimal Weltmeister in Folge zu werden? Es hat weder der Beißler, noch der Valvo, noch der Schweizer und schon gar nicht der Lückerl geschafft. Schafft's der Joker? Fragezeichen. Das werden wir dann antworten, dann, wenn wir in Brasilien Das sind. werden Das wir ist, dann in ich der habe nächsten. gerade noch was, Michael. Was denkst du? Ich glaube, da sind mindestens über 50, 60 Pressevertreter alleine heute. Glaube ich, oder? Siehst du das Ich auch? denke, die Pressekonferenz, die der Joker hier gleich abhalten muss, die wird. Ob er da überhaupt die Worte hat, das zu beschreiben, was ihm da gerade passiert ist, denn er ist gerade Weltmeister geworden und ich glaube, so richtig hat er das zwar kapiert, aber nicht ganz realisiert, dass er hier jetzt der Weltmeister geworden ist. Ich denke, die Siegerehrung, wir gehen mal das Rennergebnis durch. Matthias Schweizer hat damit das Worst Case abgewendet. Er bleibt der einzigste Fahrer, der in allen Saisons bisher mindestens ein Rennen gewonnen hat. Auch in diesem Jahr hat er es gerade so noch geschafft, aber da muss er, da, diesen Move haben wir leider nicht gesehen. Wie er die da einkassiert, das ist völlig untergegangen von der TV-Regie. Stellan Berger, ein glücklicher Zweiter. Coca-Cola Ford hat die besseren Karten, würde ich jetzt immer noch behaupten, in Sache Konstrukteurswertung. Also noch ist nicht klar, ob Honda das schafft. Das könnte tatsächlich sein, dass es nur der Fahrertitel wird und die Konstrukteur, aber wäre auch okay, weil ich meine, Coca-Cola war bis zur Saisonmitte stark und Honda mit Joker erst am Ende. So hätte jeder was davon. Coca-Cola hat die Konstrukteurskrone, klar, hätte die Honda auch gern, aber die haben den Fahrertitel. Ja, man muss manchmal auch Abstriche machen, wenn man es nicht schafft. Christian Schwald, muss man sagen, ein starker Dritter. Wo kam der Schwald her? Aus der dritten Startreihe war Sechster, glaube ich. Aber guck mal, wo der Freund gelandet ist. Weit hinter. Also, das hat der Schwald besser gemacht. Rüttnauer 4, Valvo 5. Und wir haben das Endergebnis von Driver of the Day. Und es ist tatsächlich der Valvore geworden. Weil er hat die meisten Plätze aufgeholt. Knapp vor Matze Schweizer, der wurde Zweiter bei Fahrer of the Day. Und Dritter haben tatsächlich die Leute Joker gewählt. Mal auch mal sagen. Lukas Beer, starker Sechster nach dem Sieg der Lausitz. Tanja Schirak, Joker auf Platz 8 vor Patrick Lang auf Platz 9. Was bedeutet die Weltmeisterschaft sogar mit jetzt 36 Punkte Vorsprung? Also, da ist alles entschieden. Und jetzt heißt der Fokus für Joker, wir müssen noch die Konstrukteurs-WM holen. Und das ist eine schwierige Aufgabe. Da hat Coca-Cola nach dem Lausitz-Desaster richtig gut vorgelegt und zurückgeschlagen. Lang wird enttäuscht sein. Lang ist jetzt auch zu Joker gegangen, hat ihn umarmt, hat ihn gratuliert. Lang hat die Niederlage schon akzeptiert, aber es war schon abzusehen, dass es nicht reichen wird. Patrick Lang ganz bitter geschlagen. Erinnert mich so ein bisschen an der Kenny in Saison 2, der auch ganz bitter geschlagen wurde vom Valvoric in der WM. Dann Linus Hartmann, Michael Beißler am Ende noch Elfter vor Michael Ford. Rocky Bergmann auf der 13, da hat er aber auch noch ein bisschen was geholt, aber wir sind mal ganz ehrlich, das war wieder ein Rennen für die Mülltonne vom Rocky. Also nächstes Jahr muss auch von dem jetzt eine Antwort kommen. Veggo Meier, gut, dass er für Gerner wieder 2 Punkte mitgenommen hat, wird aber den letzten Platz leider nicht mehr verhindern können.
Und Schilberg Grün am Ende 14. Das war ja das Paket, wo es so richtig zur Sache ging 15. dahinter. Ja. Ich Le würde sagen Gall hat am 15. Ende den Punkt verloren, der im Vorjahr hier noch die WM-Entscheidung fast geschafft hätte. Dann Charus, Weber, Jan Bürki, Chandragama, Tobias Bürki, Christian Freund. Das ist für mich der Verlierer des Rennens. Von Startplatz 5 ins Rennen gegangen. Schau mal, am Ende 22 da. Ah, das war nicht so gut. Rollko, Pfaffinger, Lichtmeß und Schmutz. Keine Ausfälle. Und keiner überrundeten. Ja, Das das auch. ist also das ein enges Rennen. Fahrerbeste Runde wollen wir uns natürlich angucken. Novin hat am Ende der Michael Beißler geholt, der Alphas Slap Trophy, mit einer 1:39, 8:65. Die Zeit vom Joker im Qualifying war sogar noch ein Zehntel schneller. Le Gall und dann Schweizer. Schau mal an. Schau mal an. Joker nur auf 10. Also eine schnellste Runde für den Beißler. Das ist ein kleiner Trost, aber im Kampf um Platz 3 hat er hier auch ordentlich Federn gelassen. Und zwar gegen Stellan Berger und gegen Rüttnauer. Müsste auf der fünfte jetzt zurückgefallen sein. Können wir uns ja hier angucken. 195 zu 160 Novien, 35 Punkte Vorsprung. Und damit ist Joker Weltmeister. Zum zweiten Mal nach Valvoric in Saison 2 schafft es ein Fahrer, ein Rennen vor Schluss Weltmeister zu werden. Patrick Lang muss aber noch ein bisschen fürchten, aber ich glaube, der kann den zweiten Platz tatsächlich noch schaffen. Aber dahinter, Stellan Berger 149, Rüttnauer 145, Beißler 139 und schau mal an, Matthias Schweizer 136, also Platz 6 sollte der Schweizer sicher haben jetzt. Und pass mal auf, Novin, das sind nur 13 Punkte. Also es wäre schon ein Kracher, wird am Ende aus dem Nichts Matthias Schweizer noch WM-Dritter. Wäre aber der saisonmäßig eigentlich nicht gerecht. Aber er hat sich auch Platz. Der Sieg hat ihn jetzt den sechsten Platz beschert. Das wird er wohl werde. Schwall, Tobias Bürki, Bergmann, Le Gall. Schau mal, der Bergmann immer noch in der Top 10. Trotzdem, dass er so. Die zweite Saisonhälfte hat der Rocky komplett in die Mülltonne gefahren, an die Wand gesäbelt. Das muss man einfach leider so unfair sagen. Es ist einfach so. Der Rocky hat es in der zweiten Saisonhälfte an die Wand gehauen. Das ist einfach leider so. Der war nämlich auch noch im WM-Kampf ganz am Anfang. Jan Bürki, Hartmann, Valvoric, Freund, Bär, Schmutz. Und dann haben wir Rollko, Chirac, Lichtmeß, Weber, Pfaffinger, Grün. Ford, jetzt vor Charus. Sieht so aus, als kann Michael Ford das Duell gewinnen. Und Novin, ich würde sagen, der hat es auch verdient, wenn er da eins dieser Coca-Cola-Cockpits auch bekommt im nächsten Jahr. Weil der hat sich heute auch gut präsentiert. Hinter heraus hat der Reifen nicht mehr mitgemacht. Er war Durchfahrer. Dafür hat er noch Punkte gerettet. Wekomeyer, Chandragama, Kenny und Slivic. Also wer wird Letzter? Kenny oder Slivic? Wird auch noch interessant. Das entscheidet schon, wer sich qualifiziert von denen beiden. Aber da vorne ist alles gegessen. Der Käse ist gegessen. Joker hat's. Joker ist Weltmeister. Wer wird Dritter? Da haben wir noch Berger, da haben wir beide Coca-Colas und beide Ferraris, Novien, die sich um den dritten Platz. Bürki und Schwalz sind raus. Die werden nicht mehr Dritter werden können. Wer hätte das gedacht? Das sind genau die Top 3 Teams. Genau die Teams, die am Ende Top 3 in der Konstrukteur sind, sind da vorne. Und da gehen wir jetzt noch hin. Und da haben wir Coca-Cola Ford. Und was, schau mal, was das für eine Nummer ist, Novien. 294 zu 287. Novin, schnelle Hochrechnung. 5 Punkte, oder? Wenn's 7 Punkte Vorsprung hat Coca-Cola. Das heißt, Coca-Cola müsste schauen, ein gutes 1 und 2, dann ist es sicher. Trotz alledem beachtliche Leistung von der Scuderia. Also, Ja, mit wenn diesem man. Ja, Sieg und ich von. sage nochmal die Aussage. Ich sage nochmal die Aussage, die Joker getroffen hat. Die Gurke Ferrari. Das war Laguna eine Gurke. Seca, was für eine Gurke der Ferrari, Laguna Seca beim Ausfall von Beißler. Und von da ab ging es bergauf mit Ferrari. Das Rennen danach in Zandvoort kam der Sieg. Dann kam der Ausfall, der Crash mit dem
Der brutale Crash in Rüttnauer in Ungarn, oder? Der war schon lebensgefährlich vom Beißler. Ja. Glimpflich ausgegangen. Und dann Siege in Monza und Österreich haben erst Ferrari dahin gebracht. Und jetzt darf auch der Schweizer mal noch einen Sieg dazu beisteuern. Damit Ferrari müsste damit die meiste Saisonsiege haben. Nämlich 4. Und wer hätte das in der ersten Saisonhälfte, du erinnerst dich, Brünn mal eine Aus. Brünn war echt eine Ausnahme. Das war echt verrücktes Rennen. Da waren sowohl Renault als auch Ferrari eigentlich komplett mies. Aber sonst die erste Saisonhälfte und der Beißler hat immer noch das Beste draus gemacht. Der Schweizer hat überhaupt nichts hingekriegt. Der hat jetzt endlich mal das Rennen gewonnen. Und Platz 3 ist Ferrari nicht mehr zu nehmen. Audi kann nicht mehr Dritter werden. Das heißt, Nobien, die Gurke Ferrari hat wieder einen Top-3-Platz heimgefahren. Nobien, ich frage mich manchmal, wie die das machen. Die starten immer ganz bescheuert in so eine Saison rein bei Grand Prix 2. Das ist schon das erste Mal, schon ein paar Mal, dass die in die Grand Prix 2-Saison ganz mies reinkommen, ja. Und am Ende sind sie doch in der Top 3, Nobin. Wie machen die das? Wie machen die das bei Ferrari? Es war ja nicht immer nur der Beißler. Wir hatten auch mal Grün und Lisa als Fahrerpaarung, Grün und Schmutz. Und die waren immer noch Dritter, Vierter. Nobin, wie haben die das gemacht? War der Beißler diesmal der entscheidende Faktor für den dritten Platz? Er hat ja immerhin auch die meisten Siege geholt in seinem Abschiedsjahr. Ich würde sagen, im Nachhinein würde ich sogar dir die Meinung sogar teilen, Michael, weil wenn ich das so vor Saisonbeginn geschätzt hätte, wo Ferrari stand, da waren sie siebter, achter. Wirklich müssen wir konstruieren, dass Ferrari von eigentlich den Teams, die letztes Jahr der ersten drei waren, eigentlich am besten es noch am besten rausgeholt haben. Muss ich auch wirklich sagen. Richtig, Beißler Renault wird jetzt aber dadurch Platz 8 wohl schaffen, könnte noch wieder siebter werde. Audi hat, denke ich, Platz 4 jetzt sicher. Also so wie der, ja, aber so, ja, aber so wie der Berg, ja, so wie der Bergmann da rumfährt, das kann dann höchstens noch Jan Bürgi biegen, aber der Rocky Bergmann, das kannst du echt vergessen, hat die Saison abgehakt. Aber BMW muss nach hinten aufpassen, denn es sind nur 7 Punkte und Renault könnte noch fünfter werden. Der Weltmeister, der wohl Ex-Weltmeister Renault wird abgelöst werden. Aber von wem? Von Coca-Cola oder von Honda. Ferrari hat eigentlich keine richtige Chance mehr, noch Weltmeister zu werden bei den Konstrukteuren, oder? Also da braucht es wirklich den Doppelsieg und die anderen müssen ausfallen. Also ich würde sagen, Ferrari safe Platz 3. Aber wer wird der Nachfolger von Renault? Ja. Ja, die sind safe. Audi kann das gar nicht mehr. Doppelsieg von Audi wird wohl nicht drin sein. Und selbst das reicht nicht. Aber wer wird Konstrukteur? Wer wird der Nachfolger von Renault? Coca-Cola, Ford oder Honda? 7 Punkte. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Das wird eine Rechnerei in Adelaide, Novien, was das anbelangt. In der Fahrer-WM ist es egal. Da ist die Rechnerei, wer wird Dritter? Und der Beißler, der will. 10 Punkte hat er noch Rückstand. Der will Dritter werden. Aber jetzt muss er aufpassen, dass er den Schweizer noch auffrisst dahinter. Oder war das eine Eintagsfliege? Wir wissen es nicht, aber es ist echt krass. Da hinten ist klar Gerner die rote Laterne, aber Sauber und Lotus. Und man muss sagen, Beißler könnte noch siebter werden. McLaren auf 9 hätte man auch nicht gedacht. Also Top 10 hat McLaren noch geschafft, aber es war trotzdem auch da eine Saison zum Vergessen. Aber von den letztjährigen Top 3 Teams, Nobin, gebe ich dir absolut recht, hat Ferrari die Saison aber noch gerettet. Und das haben sie Michael Beißler zu verdanken, ohne jetzt hier überheblich klingen zu wollen. Aber wer die Rennen gesehen hat, der weiß, Beißler hat er Nummer 3 Rennen gewonnen und der Schweizer halt eben nur 1. Damit hat auch das teaminterne Duell der Schweizer definitiv verloren, denn der kann ja nur noch der kann nicht mal mehr ausgleichen. Und der Matze muss sich nächstes Jahr fragen, was kann er besser machen als in diesem Jahr, weil letztes Jahr war er stärker, deutlich stärker. So leid's mir tut. Und Christian Schwald ist sicher ein Gegner, der auch dann nicht wie der Beißler, wenn er in Monza drangekommen wäre, der Schweizer dann vorbeigelassen. Vergiss es. Vergiss es. Das wird der nicht machen. Der wird den nicht vorbeilassen. Der Schwald, der will Weltmeister werden. Der ist mit dem Ziel zu Ferrari gekommen, Weltmeister zu werden. Also da wird sich der Matze mehr wie nur warm anziehen müssen. Da braucht er schon eine Winterjacke, würde ich behaupten. Also,
Da sind wir gespannt. Das Duell könnte das schärfste werden von allen. So, und jetzt sind die Fahrer im Cooldown-Raum, Nubin, gell? Hat lang gedauert, während Joker jetzt tatsächlich sich auch ein T-Shirt geschnappt hat und noch ein T-Shirt zum Beißler gebracht hat. Dem Schweizer und dem Beißler auch noch T-Shirt. Der schenkt jetzt jedem Fahrer ein T-Shirt. Schau, was er macht. Der geht in jede Box und kriegt jeder Fahrer kriegt ein Weltmeister-T-Shirt vom Joker Nobin. Der lässt jeden an dem Erfolg teilhaben. Das haben wir auch noch nie gesehen, dass das einer macht. Das habe ich bei keinem der vier vorigen Weltmeister gesehen. Der Le Gall hat letztes Jahr eine Runde Krebs ausgegeben beim WM-Titel. Okay. Aber das ist schon krass, Nobin. Und du wolltest das erst gar nicht. Aber dann hast du gedacht, komm, lass, wir haben ja noch eine Kiste T-Shirts. Der geht jetzt Box zu Box, da kriegt jeder. Ich behaupte, dass der nachher noch ein Gruppenfoto mit allen Teams machen wird. So schätze ich jetzt auch ein. Michi, du kennst mich. Ich bin ja gerne mal einer, der gerne mal Gruppenfotos macht. Das weißt du ja auch. Ja, ich denke, er wird nachher mit dem gesamten Fahrerfeld ein Gruppenfoto. Alle haben das WM-T-Shirt vom Joker an. Auch Patrick Lang hat's angezogen. Vorweg gibt es das Foto noch von den Honda-Jungs, wo alle geschrien wird, so wie man das kennt. Yeah! Und Patrick Lang hat es sogar angenommen und angezogen. Das finde ich eine super Geste vom Lang. Das ist Respekt. Hat die Niederlage eingesehen und lässt sogar das vom Konkurrenten das WM-T-Shirt an. Hätte auch von Patrick Lang nichts anderes erwartet. Und ich sehe gerade Boris noch am Rennen. Dass er noch ein T-Shirt kriegt. Ja. Hat nämlich Angst gehabt, dass er keins mehr kriegt. Und muss sagen... gratulieren und sagen, du hast es verdient gemacht. Und man muss auch sagen, Patrick Lang, das ist auch Patrick Lang, das ist der toleranteste Fahrer im Fahrerfeld. Und der hat die Niederlage eingesteckt, der hat gesagt, ja, wir waren einfach, hat sie am Boxenfunk gesagt, wir waren in der Zweisaisonhälfte, wir waren zu schlecht, wir haben es nicht geschafft, wir waren nicht gut genug und deswegen können wir hier auch nicht Weltmeister werden. Und er wird sowieso nicht mehr Weltmeister, der Lang, er wird als Vize-Weltmeister, das ist seine beste Saison-Karriere beende. Gehört dann zu den Clubs, die leider nie Weltmeister werden durfte. Aber ich glaube, das kann der Lang auch verschmerzen mit ein bisschen Zeit. Oh, Michael, es gibt noch eine Überraschung, die habe ich für ihn vorbereitet für den Joker. Und du siehst gerade einen Bilderrahmen mit 5 Bildern. Was haben die 5 Bilder zu sagen, Michael? Das sind die 5 Weltmeister. Genau. Du hast von jeder Saison ein Bild und du hast gerade ein Bild gemacht vom Joker. Du hast gerade ein Bild vom Joker oder du hast das Bild von... vom Ungarn-Sieg von Joker genommen und da reinrahmen lasse. Ein Fotorahmen, er gehört in diese Liga. Beißler, Valvorik, Schweizer, Le Gall, Joker. Das sind die 5 Weltmeister in Grand Prix 2. Und im nächsten Jahr werden aber nur noch 3 von den 5 dabei sein. Beißler hört auf, Le Gall hört auf. Also... haben Valvo, Joker, also beide Honda-Fahrer und der Schweizer sind diejenigen, die nur die 3 haben die Chance, einen zweiten Titel zu schaffen. Sonst wird es halt wieder eine neue geben. Aber trotzdem schöne Geste. Und jetzt ist der Armani aber noch hingelaufen und schnell den Beißler abgefangen. Und den Schweizer muss er dann später abfangen, der steht im Cooldown-Raum. Möchte es natürlich noch signieren lassen von den anderen Weltmeister, gell? Das richtig schön ist. Aber du hast schon gesehen, der Schweizer steht im Cooldown-Raum, muss er warten, bis er wieder kommt. Aber du hast schon vom Schweizer gehört, dass er nachher bereit ist, die Unterschrift zu geben. Natürlich. Und wir gehen jetzt zur Siegerehrung. Auch für Ferrari kommt natürlich der Renningenieur vom Schweizer und dass der Schweizer mal Saisonsieg holt, hätte auch nicht mehr gedacht. Platz 3. Aus Südtirol. Genau. Wie heißt er? Anton Thomas. Ja. Und Platz 3 im Grand Prix von Japan für Christian Schwald im Beißler Renault. Schön nochmal einen Podestplatz mitgenommen für den. Der hat dem Team viel zu verdanken. 4 Jahre Beißler Renault. Ich denke, es ist eine Zeit, an die sich der Schwald auch immer gerne zurückerinnern wird. Hat da seine ersten 2 Grand Prix-Siege gefeiert. Seine Podestplätze alle. Platz 2. Für Coca-Cola Ford aus Schweden, Stellan Berger, Rookie of the Year, ist jetzt auch offiziell bestätigt worden. Stellan Berger hat vorher noch vorm Cooldown-Raum noch Blumenstrauß und den Pokal Rookie of the Year
definitiv jetzt ist Dylan Berger geworden. Und sein 14. Karrieresieg, sein erster Sieg in dieser Saison und der einzigste Grand Prix 2-Pilot, der es geschafft hat, in jeder Saison mindestens ein Rennen zu gewinnen, für die Scuderia Ferrari aus Deutschland, Matthias Schweizer. Und trotzdem freut er sich, der Schweizer. Ich glaube, die Erleichterung ist anzusehen, dass er endlich auch, jawohl, ich kann ja doch noch ein Rennen gewinnen. Hat er ja nicht mehr dran geglaubt dies Jahr. Aber er hat es geschafft und bleibt als einzigster Fahrer derjenige, der in jeder Saison ein Rennen gewinnen kann. Also muss man ihn auch nächstes Jahr wieder auf dem Zettel haben für einen Rennsieg. Aber für den WM-Titel, da muss er Antwort kommen, wenn der dem Joker den entreißen will. Ansonsten kann er es wieder stecken. Aber er hat die Ferrari-Fans etwas versöhnt, die ich sehe, aber okay, er hat sich heute angestrengt, er kann es ja noch. Aber nächstes Jahr will man was sehen vom Herr Schweizer. Wenigstens ein Kampf. Ja, das war ja ein Krampf bisher. Natürlich gibt es für den Sieger die deutsche Nationalhymne und für das Team Ferrari die italienische. Und man hat dem Matze die Erleichterung angesehen, Novin. Der hat da dirigiert wie Schumacher zu seiner besten Zeit. Novin, dem sieht man das an, dass der so erleichtert ist, dass er hier doch noch ein Rennen gewonnen hat in diesem Jahr. Und kriegt den Pokal natürlich vom Ministerpräsidenten von Japan überreicht. Zu Abe. Genau, Novin hat die Name immer parat. Und jawohl, Matze Schweizer, 4 Siege für Ferrari. Es hätte man in der ersten Saisonhälfte nicht vermutet, dass die noch 4 Rennen gewinnen werde. Also damit ist das übrigens das erfolgreichste Team nach Rennsiege, denn danach kommt BMW und Coca-Cola mit 2 und Audi und Honda mit 1. Genauso wie Renault, aber auch 2, Coca-Cola, BMW und Renault und dann Audi und Honda.
Joker hat nur ein einziges Rennen gewonnen. Nobin, Joker ist damit der Fahrer mit den wenigsten Siegen in einer Saison, der Weltmeister wird, nämlich nur einen einzigen. Er kann aber noch eine zweite schaffen in Adelaide. Aber das wäre wie Keke Rosberg 82, der ja auch nur das letzte Rennen gewonnen hat und dann Weltmeister geworden ist. Also das ist dann tatsächlich... Beißler hatte 3 Siege bei seinem Titel. Platz 2 vom Besitz, oder besser gesagt vom Organisationschef, vom Streckenbetreiber, vom Suzuka International Racing Course für Platz 2 für Stellan Berger. Bester Rookie der Grand Prix 2 Geschichte. Noch nie ist ein Rookie auf Anhieb um Siege und Podestplätze gefahren. Und ich glaube, dass Renault mit dem Stellan Berger noch gute Freude haben wird. Das wird noch ein Serie-Weltmeister, befürchte ich. Also ich tippe mal, dass Stellan Berger könnte der Erste werden, der es definitiv schafft, zweimal Weltmeister zu werden. Also da lege ich mich fest, dass der Stellan Berger vielleicht sogar der Erste sein wird, der das schafft. Wenn der Schweizer nicht vorher das ein anderes noch packt. Und Platz 3 vom Sportminister in Japan, oder gesagt vom... Kei Nishikori. Genau, also gibt einen Sportminister in Japan. Und der für Christian Schwald, und der zeigt den Jungs, mindestens mit dem Podest habe ich mich von euch verabschiedet. Aber in Adelaide könnt ihr ja nochmal eins schaffen. Übrigens wird sich auch der Andreas Müller verabschieden. Also für die beide gibt es eine große Party, Genovin. Und du wirst auch nochmal richtig verabschiedet dort. Also du, der Andreas Müller und der Schwald. Also auch dort beginnt der große Umbruch bei Beißler Renault. Und noch einmal vom japanischen Ministerpräsidenten Novin, der da heißt... Shinzo Abe. Genau, Shinzo Abe. Für Anton Thomas, der Renningenieur von Matze Schweizer, der zum ersten Mal auf Podest steht. Dreimal ist der Opitz ja schon aufs Podest gegangen für den Beißler. Jetzt darf der auch mal für den Schweizer aufs Podest. Ja, und dann heißt es auch hier nochmal... Ladies and Gentlemen, it's time for Champagne! Und da ist jetzt eine kleine Überraschung auf dem Podest, Novien. Denn das ist jetzt gemacht worden, Novien. Achtung, wer kommt mit einer riesen Überraschung? Mit einer Clownsmaske auf dem Kopf. Ladies and Gentlemen. Representing a little surprise. The new World Formula One Champion, the Joker. Aber haben Sie den jetzt noch eingefangen? Der darf nämlich auch noch aufs Podest. Und sofort der Schweizer übergießt ihn gleich mal der ganze Champagner. Was für eine Geste. Da darf der Weltmeister doch noch aufs Podest. Mit der Clownsmaske hat er sich den Gag auch noch einfallen lassen, der Scherzvogel, der Joker. Und jetzt gibt's das Siegerfoto mit Weltmeister, das hat man sich extra einfallen lassen. Den Weltmeister aufs Podest. Der hätte gern gewonnen, der Joker von der Pol, aber ich glaube, der kann auch froh sein. Hauptsache, das Ding ist jetzt durch und geht nicht in eine Zitterfinale noch, gell, wo man es noch verlieren kann. Sondern ich würde sagen, das hat der Joker hier eiskalt eingetütet, das Ding. Die zweite Saisonhälfte, auch dort hat der Beißler damals gewonnen, in Saison 1. Und Novien, Matze Schweiz, hat das Ding auch in der zweiten Hälfte erst gedreht. Bei Le Gall wäre es letztes Jahr vielleicht fast schief gegangen. Also, und Valvo war sowieso die ganze Saison eine Dominanz für sich gewesen. Und jetzt rutschen sie da alle vor an dem... Weil es da so nass ist, machen die gleich so eine Rutsch wie beim Fußball. Und da verletzt sich fast der Schweizer dabei. Uiuiui. Ui, ui. Da ist der Schweizer aber nicht gelenkig. Da rutschen sie wie beim Fußball über der Rase und fast wie der Schweizer hingeflogen. Also Vorsicht, Mats. Aber alles gut, gut gegangen. Was für ein Renntag in Japan. Ja, Nobin, damit ist die Fahrerspannung raus. Aber... Die Spannung an sich ist immer noch drin, denn es gibt einen
Spannender Kampf um die Konstrukteurs-WM. Zum letzten Mal gab es den in Saison 1. Da hat Ferrari noch einen Konstrukteurstitel im letzten Rennen verloren an McLaren. Peugeot damals. Und das muss Coca-Cola dann wissen, dass es schon mal passiert ist. Also, Nobel, was muss Coca-Cola Ford jetzt machen? Wir werden jetzt nochmal reingucken, weil du kennst es ja. Wir tue ja immer gern noch einmal das Spiel laden, um zu gucken, ob der Speicherstand da ist. Du kennst es ja, da unten ist der Speicherstand. 11.11.2017, 21.51. 11.11.2017 um 21.51 Uhr, Adelaide, Australien. Da unten ist das. Das mache ich immer so, weil ich sehe, dass der Spielstand da ist. Ist wieder mal ein Tick von mir. Muss die mir mal abgewöhnen irgendwann, die blöde Ticks. Aber das geht immer nicht so einfach. Und wir wollen nämlich nochmal in die Konstrukteurs-WM zuerst, oder okay, erst nochmal in die Fahrer-WM natürlich. Ein Rennverschluss, 195 zu 160. 35 Punkte Vorsprung machen Joker in Japan vor den Heimfans zum Weltmeister. Verdient, denn die zweite Saisonhälfte war die Saisonhälfte des Jokers und der Patrick Lang hatte wieder mal zu viele Schwankungen drin. Aber Patrick Lang kann Vize-Weltmeister werden und so gut war der noch nie. Also kann er auch mit einem guten Gefühl die beste Saison seiner Karriere gefahren zu sein. Wer wird Dritter? Berger, Rüttnauer, Beißler oder Matze Schweizer? Dass der Matze Schweizer noch erwähnt wird, das ist sehr überraschend. Schau mal, der hat nur 3 Punkte hinterm Beißler. Jetzt muss der Beißler aufpassen, dass der da Angst kriegt und der Schweizer überholt den doch noch auf die letzten Meter. Da reicht dann bei dem Stand ein Sieg, um der Schweizer noch die schlechte Saison zu retten. Dieser Matze Schweizer. So eine miese Saison und dann rettet er mit einem Sieg fast noch die ganze Saison. Aber es ist nicht der Anspruch vom Schweizer, der wollte nicht WM-Sechster werden, Nobin, sondern das, was der Joker hat, den WM-Titel. Aber da muss er sich mehr anstrengen im nächsten Jahr, dafür sind wir so ein Scheißfahrer. Und da hinten um Platz 7 ist auch nochmal eng. Schwald, Bürgi, Tobias, Bergmann und auch Le Gall vielleicht noch. Also ist noch so einiges drin und vor allem da hinten, wer wird Letzter, Kenny oder Slivic? Meint, das ist auch kein schöner Fight. Und ob der Michael Ford noch das Duell gewinnt gegen Schalke. Christian Freund hat, denke ich, den Pfaffig deutlich geschlagen jetzt. Muss man auch sagen. Aber der war auch der Bessere. Pfaffing hat sich im Podest mitgeholt, aber Freund auch. Aber da, Novin, da liegt die Spannung drin. Novin, was muss passieren damit? Und hat Ferrari noch eine Chance, Konstrukteursweltmeister zu werden? Ferrari muss hoffen, dass Coca-Cola und Honda nicht viele Punkte sammeln. Platz 3 ist safe, den können sie nicht mehr verlieren Platz jetzt. Platz 3 ist auf jeden Fall sicher. Die könnten im besten Falle, wenn es ganz blöd ausgeht für Hondas Sicht, Zweiter noch werden, die Ferrari. Wobei ich das eher für ja, sehr das stimmt, das kann würde, noch passieren. 11, ich hab's ja 12 schon. Punkte. Genau, und ich hab, genau, 12 Punkte, es ist nicht viel. Trotzdem muss ich sagen, es war eine sehr, sehr tolle Saison. Eine sehr abwechslungsreiche Saison und ja, schauen wir, wie es dann Honda ist, dann in 2 Wochen dann weitergeht. Honda ist zum ersten Mal in den Top 3 in Grand Prix 2. Haben es endlich geschafft, in die Top 3 zu kommen, aber das wird sich nächstes Jahr wieder ändern. Im nächsten Jahr könnte Hyundai, McLaren und Williams die Top 3 sein, wer weiß das schon. Oder gerne Williams und McLaren. Also das ändert sich wieder. Jede Saison ist anders, haben wir gesehen. Deswegen ist das so schwierig, dass einer hier zweimal Weltmeister wird. Aber wie siehst du die Chancen deiner Honda-Jungs? Geht da was? Werdet die das noch schaffen? Ich meine, 7 Punkte ist ja nix. Wenn die wieder so gutes Ergebnis liefern wie heute. Also stell dir vor, es geht wieder so aus. 2 und 4. Und dann nur 5 und oder dann nur 6 und 8. Dann wäre Coca-Cola Weltmeister. Und habe ich davon, was jetzt Honda macht? Honda muss jetzt einen Doppelsieg holen. Und dann natürlich hoffen, wie es dann für die ausgeht. Trotz alledem hat Honda eine mehr als sehr, sehr starke Saison gefahren. Ja, jetzt tun die Punkte natürlich weh. Die Joker, zweite Platz verloren hat in
In der Konstrukteurs-WM, in der Fahrer-WM nicht, der hat es ja doch Ja. geschafft. Aber dieser zweite Platz in Brünn, als er den Ausfahrt und der Valvo damals so fünf liegend, und dann wäre es ja schon fast Weltmeister. Oder wäre Joker in der Lausitz schon Weltmeister geworden. Aber Coca-Cola ist gewillt. Also ich merke bei Coca-Cola in der Lausitz, da war ein komplettes Desaster, aber die sind gewillt. Die wissen, Fahrertitel war weg irgendwann. Aber Konstrukteurstitel, die Teammeisterschaft, und der Nico hat auch betont, wie wichtig das ist, wenn man die mal gewinnen kann. Sie ist ja kein Werksteam, reines Werksteam, dem sie hat Nico gesagt, sondern mit Werksunterstützung, aber Privatteam von Coca-Cola. Und Nico hat schon oft gesagt, Nobin, wie wichtig das wäre, diese Meisterschaft zu gewinnen. Und Nobin, ich glaube, sie sind drauf und dran, es zu schaffen, den Konstrukteurstitel nach Amerika zu holen. Aber da haben die Japaner auch was dagegen, und vielleicht spuckt ja Ferrari noch so ganz eklig grün in die Super rein. So. Und dann Edge Badge, jetzt ist doch, weil Ferrari war noch nie Konstrukteursweltmeister in Grand Prix 2, ja. Immer nur Vize oder Dritter. Ist eh schon bitter genug. Saison 1 hat man im letzten Rennen die Titel noch versiebt. Ja, das war schon sehr bitter. Wir haben noch einen Auszug aus der Pressekonferenz von Joker und Armani, Michael. Das möchten wir noch sagen. Was hat Joker gerade in der PK gesagt? Also in der PK da gerade, er stand einfach nur gerade da und wir hören mal rein. I think I have no words. It's a big day for us, a big day for Honda. The first Drivers World Title for the Honda F1 Team. It's the first title for me. This is so unreal. I drives last year as Sauber on the back on the field, have no chance of points, and comes to Honda in the first season, drives alongside Valvo. Valvo was world champion. I'm a nobody, and here comes the first season and he, world champion. World champion, this is a big word for me. World champion is a. Next season we have two world champions in the team. This is very exciting. I'm so happy. And the first time the number one on a car for me. I have no driving a number one car. This is for me. It's a special feeling. It's a special feeling. I'm so happy, and I hope I can next year defending the world title. But in this season is very strong. This is the best and strongest racing series ever, and it's difficult next year. Aber next year is next year. I'm so happy, and we're making party all night long. And yes, I'm so happy. Thank you, thank you, thank you. War gerade vor wenigen Minuten der Auszug aus der Pressekonferenz vom Und von Joker. Armani? Ja, Armani, das kannst du ja sagen. Bist ja da, Armani? Ja, da ist ja ein kleiner Übersetzer. Der sagt gerade in der Übersetzung, er möchte sich erstmal bedanken bei den Fans für die Unterstützung. Respektiert aber auch Patrick Langs Leistung hoch an. Das hat er auch gesagt. Wir haben unsere Ziele mehr als wir es gedacht haben. Zwei von drei Titeln haben wir ja schon. STM auch schon. Ja, deswegen. Maximal wären es vier möglich gewesen, aber drei, die möglich wären in dem Fall. Und jetzt machen wir eine kleine Party. Glückwunsch nochmal an Joker. Und ich freue mich dann, mit Tashahiro dann den Neuaufbau zu starten. Wir sind gespannt, was wir leisten. Wir sind dessen bewusst, sagt auch Armani, dass es schwierig sein könnte. Trotzdem wünscht er allen noch einen guten Start in den Tag. Und ja, mehr habe ich dem nicht zu sagen. Und jetzt wird erstmal Champagner ausgepackt, dann noch das eine andere Kaviar und natürlich den Sushi, natürlich nicht zu vergessen. Ja, und Ja. dann heißt es schon am Dienstag auf nach Spa. Richtig, denn für den Novien und den Joker steht ja noch die zwei Finalrennen der STM. Also so viel Party kann man gar nicht machen, weil doch die nächste Rennserie auf einen wartet. Besser gesagt, für beide gibt es ja noch zwei Rennserien. Auch bei der SWC ist man noch dabei.
am Nürburgring. Also ist noch nicht ganz Party, Ich habe aber der noch. Joker wird sich freuen, dass er jetzt hier in Monte Carlo den offiziellen WM-Pokal bekommt. Und ja, besser Ja, kann es gar ich nicht habe noch laufen. eine Meldung in der SWC aus der aktuellen Serie, in der SWC. Daniel Drexel hat freiwillig seinen Start aus zeitlichen Gründen in der Nürburgring abgesagt. Also er möchte aus freiwilligen Gründen nicht starten. Gab es keine näheren Einzelheiten? Also der Weltmeister der SWC wird das Saisonfinale verpassen. Den Titel hat er ja schon gehabt. Der war ja schon durch. Oh. Näheres weiß man noch nicht. Hat Daniel Drexel aber gesagt, möchte er noch bekannt geben. Er hat gesagt, Nein, der aus. Grund ist die Vorbereitung wegen der STM-Vorbereitung auf dem Salzburgring. Ja, und private Gründe auch. Also der Weltmeister der SWC wird beim Finale fehlen, was natürlich den Fans nicht schmecken wird. Aber er kann den Titel ja nicht mehr verlieren. Die anderen können ja nicht mehr aufholen. Deswegen konnte er sich das erlauben, sonst hätte er das dann eher die Vorbereitung sausen lassen. Ja, was bleibt dazu zu sagen, Owen? Erstmal zusammenfassend das Rennen. Hat dir das gefallen? Es hat die WM-Entscheidung, die wir uns versprochen haben, gebracht. Ja, absolut. Dramatisch bis zum Schluss. Und so muss es auch sein. Ja, das ist richtig. 3 Stunden 29:43. Das könnt ihr nicht sehen. Ihr seht nur das Exit. Ist ein bisschen abgeschnitten. Und da gehen wir auf das Bild. Ja. Wer hätte dran gezweifelt? Ich habe eigentlich keine Minute daran gezweifelt, dass das heute entschieden Ich wird. auch nicht. Also das hätte mit dem Teufel zugehen müssen, wenn das jetzt hier noch schief gegangen wäre. Also da war es letztes Jahr mit dem Le Gall wackeliger noch, dass da der Hartmann das noch geschafft hätte. Aber in diesem Jahr hat der Joker ab der zweiten Saisonhälfte das Ding stückweise in seine Hände genommen. Er hat gesehen, okay. Erste Saisonhälfte lief nicht so gut. Jetzt packe ich's an und hat dann der Stückweis das nach der Führung gegriffen. Und Novin, als er die hatte, hat er sie auch nie mehr hergegeben und kann sie auch nicht mehr hergeben. Und der Patrick Lang hat zu viele Wackler drin gehabt und Coca-Cola Ford waren zum ersten Mal so weit in der Position. Und man darf nicht vergessen, Stellan Berger als Rookie, das wäre dann schon eine absolute Sensation geworden, wäre der gleich Weltmeister geworden. Aber er wird noch Weltmeister. Ich denke, im Renault. Beide. Also, ich denke, Slivic, Berger. Das wird auch noch ein Kampf um die WM-Werte zwischen denen beiden. Also, da wird auch der Beißler viel Fingerspitzengefühl zeigen müssen, um da ein gutes Teamklima. Da muss er beweisen, ob er es kann als Teamchef. Nicht nur als Fahrer. Die letzten 2 Jahre bei Ferrari, muss man echt sagen, aus dem Crash-Kit Beißler hat sich echt nochmal zu einem ordentlichen Fahrer gemacht. In Grand Prix 2, wenn man mal Saison 2 anguckt, 0 Punkte McLaren und Saison 3 Novien. Er hat zweimal im Bergmann gecrasht, was im Schweizer die WM ermöglicht hat. Und hat dabei Audi, stand deswegen auch dort gegangen, ein bisschen in Ungnade. Auch dort ist das schon längst vergessen, aber dann bei Gerner Volkswagen gewesen eigentlich und dann zum Schluss durch den Schweizer wieder zu Ferrari. Und ich muss sagen, dort hat der Schweizer sich ein Ei ins Nest gelegt, den Beißler zurückzuholen. Hätte er lieber bei Gerner gelassen, würde er sich denken. Aber so sieht der Matze das nicht. Er freut sich, sich der Beißler nochmal rehabilitieren konnte vom Karriereende. Und wünscht ihm ja auch als Teamchef, hat er gesagt, alles Gute. Und hat gesagt, hoffentlich werden wir nicht so oft gegen euch fighten müssen. Schweizer hat eine Mission. Und das heißt Titel Nummer 2. Die hat der Joker auch, hat er auch schon, lässt er auch schon anklingen. Im nächsten Jahr will er natürlich Titel Nummer 2 folgen. Er will es jetzt schaffen, als erster zweimal Weltmeister zu werden. Aber wir wissen alle, wie schwierig das Unterfangen in Grand Prix 2 nun mal ist. Jetzt gibt es ein schönes Gruppenfoto, siehst es ja jetzt gerade, von Ampel Genau. fotografiert mit allen. Ja, Und ich da würde sehe mal. ich bei Michael so leichte Tränen in den Augen. Bei Vor Freude wem? natürlich, dass es Joker geschafft hat, weil Joker ist jetzt der Dritte, der in deiner Serie es geschafft hat. Nur noch der Candy fehlt. Dann Nur haben noch es alle. der Kenny von den YouTubern fehlt, genau. Mal schauen, was der Volkswagen vom Gerner leistet, wird der nächste der Kenny Weltmeister. Schauen wir mal.
Die vier YouTuber, ja, nur noch Kenny muss jetzt noch nachlegen. Alle anderen haben es geschafft und Joker hat nicht lang gebraucht. Na, Valvo, also ich war natürlich gleich am Anfang, dann kam Valvo und da kam ja noch Schweizer Lokal und dann der Joker. Aber Joker kam auch erst in der dritten Saison rein, der kam auch erst später rein, hat also nur 3 Jahre gebraucht. Also das ist keine schlechte Leitung mehr. Dafür sie vergessen, er ist im Sauber gefahren 2 Jahre. Der war nicht WM-fähig. Und er hat die Chance genützt, hat bewiesen, im richtigen Auto kann er's. Ja, so langsam neigt sich das jetzt dem Ende. Die Feierlichkeiten sind in vollem Gange. Und das war's dann auch mit dem großen Preis von Japan in Grand Prix 2. Es war ein tolles Rennen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die WM-Entscheidung ist wie erwartet gefallen. Verdient. Joker ist der neue Weltmeister in Grand Prix 2. Hat damit Yannick Le Gall abgelöst. Und ist damit der 5. Weltmeister in der 5. Saison. Und Matze Schweizer bleibt der einzigste Fahrer, der in jedem Jahr einmal gewinnen konnte. Auch das hat er geschafft, der Schweizer hat es gerade noch gerettet. Und es bleibt damit mit dem 14. Karrieresieg der Rekordsieger der Serie. Gefolgt von Valvo mit 9, Kenny mit 8, genauso wie der Beißler und Le Gall dann mit 7. Das ist die ewige Bestenliste. Nobien, du hast die Worte, weil für dich war das, Nobien. Die letzte Übertragung. Bist du zufrieden? Hast du noch einmal ein schönes Rennen zum Abschluss für dich in das Motorsportjahr sehen dürfen? Bist du mit dem Rennen zufrieden? Und auch mit dem Ausgang der Weltmeisterschaft? Ich bin überhaupt froh, dass überhaupt eine Entscheidung schon gefallen ist. Sonst hätte ich mich schwarz geärgert, wenn ich das nicht erlebt hätte. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, und ich überlasse dir zuerst und dann möchte ich auch ein dickes Dankeschön nachher was sagen. Klar, natürlich, weil du bist jetzt schon mal dabei. Der Novien wird in Australien natürlich in Adelaide vorbeischauen. Ist ja dann schon in Australien. Wird er natürlich in der Box vorbeischauen. Aber der Novien werde man diesem Jahr nimmer hören. Leider, leider, denn auch zum Jahresrückblick wird sich's nimmer ausgehen. Den werde ich am 1. Samstag im Dezember machen, und zwar am 1. Frühschicht-Samstag. Sei noch erwähnt, es muss ein Frühschicht-Samstag sein. Und es könnte noch die 1. Dezemberwoche sein. Und selbst die 2. Novien, hast du gesagt, bist du auch noch nicht daheim. Also es wird wahrscheinlich auch der Jahresrückblick nicht klappen. Was schade ist, aber musst verschmerzen, wirst sicher Möglichkeit finden, ja, die Streams. Nee, da werde ich dir sicher, da werde ich dir aber noch was zu Offscreen nachher noch was dazu sagen, kurz. Sage ich dir noch was dazu noch. Und ja, ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Die Weltmeisterschaft ist gefallen, Joker hat sie gewonnen. Und jetzt gibt es noch eine Wertung, die offen ist. Wer wird Konstrukteursweltmeister? Coca-Cola, Ford, Honda oder doch noch sensationell Ferrari? Aber das alles dann in 14 Tagen beim Grand Prix of Australia, beim Finale in Adelaide. Und dann ist schon wieder eine weitere Saison Grand Prix 2 zu Ende. Es war wieder eine tolle Saison. Ja, und ich hoffe, es hat euch auch gefallen, das Rennen. Joker, wenn du das siehst, nochmal herzlichen Glückwunsch zum WM-Titel. Habt ihr das aber gerade auch über Skype noch geschrieben, schnell. Und ja, nächste Woche Sonntag STM-Finale oder ja, vielleicht auch Samstag. Kann auch sein, dass ich es nächste Woche Samstag mache, denn da habe ich wieder Frühschicht. Also wahrscheinlich sogar nächste Woche Samstag STM-Finale in Spa-Francorchamps. Stimmt, ich habe ja doch zweimal hintereinander jetzt Frühschicht gehabt. Dann nächste Samstag STM-Finale Spa-Francorchamps. Da gibt es noch eine Entscheidung. Beißler versus Eberhofer. Also ein Titel kann sich auch noch der Beißler in dem Jahr mitnehmen. Allerdings der STM-Titel, aber das ist ja auch die einzige Serie, wo er am besten mithalten kann. Ja, und dann in 14 Tagen der Saisonabschluss in Grand Prix 2. Und dann haben wir noch die SWC und den Jahresrückblick und dann war's das. Bedanke mich auch beim Novien. Für dich war es das leider heute schon. Oder für dich war es das heute schon das letzte Mal. Danke, dass du immer treu wieder dabei warst in diesem Jahr. Also bis auf die 2, 3 Rennen, wo mal Mitte des Jahres du mal nicht dabei warst. Gibt's auch mal. Da sage ich danke an den Joker, der das gut kommentiert hat. Zweimal von den 3 Rennen. Und ich denke, im nächsten Jahr werden wir wieder tolle Rennserie mit Grand Prix 2, mit STM,
Also da wird ja einiges geboten sein. Und danke an euch fürs Zuschauen. Am Mikrofon waren Michael Beißler und Novin Armani. Und da sehen wir uns nächsten Samstag, wann wieder mit der nächsten Übertragung des STM-Finale aus Spa-Francorchamps und in 14 Tagen das Finale von Grand Prix 2. Und da er heute zum letzten Mal dabei ist, darf Novien auch diese Übertragung abschließen. Ich bin damit raus. Auf Wiederloge, keep racing und bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Zuschauer, danke für euer Interesse und für die Zeit auch mal wieder. War sehr, sehr schön. Vorweg möchte ich auch einen dicken Gruß an Valvo, Kenny, Joker, allen richten, die ich auch persönlich kannte, auch an dich, Michi. Nochmal für das tolle Jahr möchte ich mich auch nochmal bei dir bedanken. Es hat sich, wie ich es ja schon letzte Woche schon gesagt habe oder vor 2 Wochen schon angedeutet, dass es nicht reicht. Vielleicht gibt es da ein kleines Comeback, vielleicht per Mail, dass Michi das vielleicht dann im Jahresrückblick erwähnen kann. Das überlasse ich ihm, das kann ich ihn gleich nochmal fragen. Wünsche euch, liebe Zuseher hier auf Beisler Motorsport, einen guten Start in den letzten 3 Rennen jetzt, die wir jetzt noch haben. Mit der STM 2 Rennen, dann halt Grand Prix 2 und dann das letzte Rennen der SWC. 3 Übertragungen haben wir jetzt noch, 3 schöne Übertragungen. Wer wird Weltmeister jetzt in der STM? Die 2 Entscheidungen sind ja schon gefallen. Die dritte wird nächste Woche ja fallen. Ich danke euch für eine sehr, sehr tolle Zeit. Schade, dass es jetzt schon das Jahr schon zu Ende gegangen ist. Ich hätte es natürlich lieben gerne anders gehabt, aber es kann nicht. Es geht nicht immer. Danke fürs Zuschauen und dann einen guten Start in die nächsten Wochen. Danke fürs Zuschauen. Danke auch an Nico, dass er auch mal dabei war in der Lausitz beim Qualifying und auch in New South Wales in Bathurst. Und danke auch an Fuxi. Sven, natürlich ein dickes Dankeschön. Und dann sehen wir uns dann spätestens dann im neuen Jahr wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und keep racing und schönen Abend noch. Aus Suzuka in Japan. Auf Wiedersehen. Tschüss.